So, es ist 19 Uhr. Pünktlich beginnen wir heute mit der zweiten Veranstaltung in der Veranstaltungsreihe Hoch hinaus. Guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind, so pünktlich und uns 1,5 Stunden, so haben wir die Veranstaltung angesetzt, heute Abend mit uns gemeinsam über das Thema Hochhäuser diskutieren möchten. Hoch hinaus ist der Titel einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe, die sich mit unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Hochhäuser auseinandersetzt. Das ist ein Thema, das, wie Sie alle wissen, gerade in München lebhaft und zum Teil ja auch sehr kontrovers diskutiert wird. In der ersten Veranstaltung in der vergangenen Woche unter dem Titel Wie macht ihr das? Ging es um Prozesse und Herausforderungen in Bezug auf die Hochhausplanung in anderen Städten. Wir hatten Gäste aus Berlin, aus Zürich, aus Frankfurt und aus Wien und haben mit ihnen ihre Hochhausrichtlinien, ihre Sicht auf die Dinge, ihre Sicht auf die Planung von Hochhäusern diskutiert. Vielleicht war der eine oder andere von Ihnen dabei. Heute geht es unter dem Titel, findet ihr das, um unterschiedliche Sichtweisen, Konzepte und natürlich auch um Ihre Meinung, die wir über einen Chat in die Veranstaltung einbringen wollen. Ich bin Nicolette Baumeister. Als Moderatorin werde ich Sie heute gemeinsam mit meiner Kollegin Claudia Neser durch diese Diskussion führen. Nicht wie gewohnt auf einem Podium, sondern eben über den Bildschirm. Aber auch dieses Format hat sich bewährt und ich glaube, wir werden darin auch an Übung und Professionalität gewinnen. Damit das Ganze so gut klappt wie beim letzten Mal auch, gibt es natürlich auch dieses Mal wieder Unterstützung. Anja Grade vom Plantreff ist unsere heutige Gastgeberin und koordiniert die Technik. Vielleicht einmal kurz winken, dass wir wissen, wer du bist. Und Shahan Chagoli von der Agentur Zebralog unterstützt und heute schriftlich im Chat. Und diesen Chat, den wird Ihnen jetzt Claudia Neser noch mal kurz erläutern, wie Sie Ihre Kommentare da eingeben können, wie Sie mit Fragen sich an die Referentinnen und Referenten wenden können. Claudia, vielleicht eine kurze Erläuterung. Mikrofon. Du hast das Mikrofon. Klassiker, Klassiker. Also. So starten wir immer. Also auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Sie haben die Möglichkeit, neben Ihrem Bildschirm sehen Sie eine Chatfunktion. Da können Sie Ihre Fragen reinschreiben. Wir werden die im Laufe der Veranstaltung sammeln. Ich werde die sammeln, ich werde sie zuordnen und dann zur gegebenen Zeit an die Referenten stellen. Wenn nicht alle Ihre Fragen beantwortet werden, werde ich sie auf jeden Fall auch im Nachhinein noch berücksichtigen. Deshalb kann ich Sie nur animieren, mitzumachen. Das letzte Mal hatten wir über 300 Fragen. Vielleicht wären es heute ähnlich viele. Also bitte melden Sie sich. Danke. Danke und nutzen Sie es rege. Es ist wirklich eine wichtige Bereicherung für diese Veranstaltung. Und gerade wenn man digital unterwegs ist, ist es wichtig, dass man eben solche Meinungen dann eben über den Chat auch mit einfangen kann. Und was wollen wir mit der heutigen Veranstaltung erreichen? Ich hatte schon einen kurzen Rückblick auf die letzte Veranstaltung in der vergangenen Woche gegeben, wo es um die Sichtweise und die Erfahrungen aus unterschiedlichen Städten ging. Heute liegt der Schwerpunkt ganz konkret auf den Potenzialen und Herausforderungen, die in die Planung von Hochhäusern gestellt werden müssen. Zuerst werfen wir dabei einen Blick nach München, natürlich, unsere Gastgeber. Welche Rolle spielen die bestehenden Hochhäuser für die Identität der Stadt? Welche Anforderungen müssen in Zukunft an Hochhäuser gestellt werden? Diese Einführung übernimmt Arne Lorz, er ist Leiter der Stadtentwicklungsplanung im Referat für Stadtentwicklung und Bauordnung der Stadt München. Und im Anschluss dann geht es um die gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Perspektiven auf die Architektur und Stadtplanung und damit natürlich auch um die Akzeptanz von Hochhäusern in der Stadtgesellschaft und die Identität, wie sie die Stadt prägen. Für dieses Thema haben wir Frau Professor Dr. Christine Hannemann gewinnen können. Auch Sie herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben in einem kurzen Vorgespräch gerade schon gehört, Sie schalten sich aus Stuttgart auch aus einem Hochhaus aus dem 10. Stock zu. Also einen besseren Standort für die Diskussion gibt es ja kaum. Und Sie haben seit 2011 eine Professur für das Fachgebiet Architektur und Wohnsoziologie am Institut Wohnen und Entwerfen der Fakultät Architektur und Stadtplanung der Uni Stuttgart. Herzlich willkommen.
Um konkrete Planungen geht es dann in unserem folgenden Beitrag. Claudia Meixner schaltet sich aus Frankfurt am Main zu. Frankfurt ist ja, wie wir letztes in der letzten Veranstaltung schon gehört haben, sicherlich ein Sonderfall, was Planung angeht. Sie sind Partnerin im Büro Meixner Schlüter-Wendt Architekten, was in den letzten Jahren mit einigen auch sehr außergewöhnlichen Konzepten und Hochhausplanungen in München auf sich aufmerksam gemacht hat. Sie werden uns einige ihrer aktuellen Projekte vorstellen. Und danach geht es dann wieder von Frankfurt zurück nach München. Benedikt Esche ist dabei. Er ist Architekt in München und seit 2015 im Büro Kollektiv A Teilhaber Partner. Er stellt uns seine Planungen für ein Hochhaus im Domagpark vor. Bevor jetzt unsere Gäste also zu Wort kommen, bitte ich Herrn Lorz um eine Einführung. Wie sind die zentralen Herausforderungen für die Stadtplanung in München und welchen Stellenwert, welche Rolle spielen dabei die Hochhäuser? Herr Lorz, ich bitte um Ihren Beitrag. Mikrofon nicht vergessen. Das Mikro ist an, glaube ich, oder? Auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Wünscht Ihnen das Planungsreferat, aber auch im Namen der Stadtbaurätin Frau Professor Dr. Merck, die ich heute hier vertreten darf. München ist keine Hochhausstadt und Hochhäuser werden als selbstverständlicher Teil der Stadt verstanden. Das sind nicht widersprechende Positionen verschiedener Interessensgruppen, sondern zwei Zitate aus dem Entwurf der neuen Hochhausstudie. Und damit sind wir auch mitten in der Diskussion. Jede Stadt verändert sich fortlaufend. München ist weitestgehend eine gestaltete Stadt. Sie bezieht ihren besonderen Reiz und ihre Schönheit aus dem architektonischen Erbe und ihrer Stadtbaugeschichte. München besitzt aber keine einheitliche Gestalt. Das Bild der Stadt kann immer nur in Fragmenten wahrgenommen werden. Es gibt also viele Stadtbilder. Auch Hochhäuser gehören zu München als dynamische und offene Stadt. Gerade der Ausgleich zwischen überlieferten Werten und neuen Impulsen hat München in der Vergangenheit ausgezeichnet. Es gelang München immer wieder, neue Stadtbilder in das Münchenbild zu integrieren. Es geht also nicht um eine neue Linie im Umgang mit Hochhäusern, sondern die Münchner Linie muss immer wieder neu ausbalanciert, neu ausgehandelt werden. Die Rahmenbedingungen für Hochhäuser und Stadtentwicklung haben sich seit den letzten Studien von 1995 massiv verändert. Und daher war diese Fortschreibung einfach auch notwendig. Der Entwurf der neuen Hochhausstudie ist mehr ein Leitfaden, der sich im Prinzip an drei Elementen orientiert. Das ist einmal der strukturierte Planungsprozess, um sich dem Thema anzunähern. Dann die Qualitätskriterien, die dem Planungsprozess anhaften. Und natürlich der Zonenplan als erste Einschätzung für mögliche Standorte von Hochhäusern oder eben auch keine Standorte von Hochhäusern. Die neue Hochhausstudie zeigt eine grundsätzliche Offenheit für Hochhäuser, verdeutlicht aber auch, dass die Stadt klare Vorgaben für die Handhabung und Beurteilung von Projekten in der Hand haben muss. Hohe Hochhäuser, Stadtzeichen, werden in München weiterhin eine besondere Ausnahme an wenigen Stellen sein. Hochhäuser werden generell einer intensiven Prüfung im Einzelfall unterzogen, für die die Hochhausstudie den Rahmen setzt. Ein herausragender architektonischer Ansatz, ein Mehrwert für die Stadtgesellschaft und eine möglichst konfliktfreie Einfügung in Stadtsilhouette und historische Bezüge bilden dafür die Prüfsteine. Und dennoch gibt es in München heute fast 250 Hochhäuser, wenn wir über Hochhäuser reden, die über 40 Meter hoch sind. Das sind Hochhäuser, von denen wir sagen, dass man sie auch wahrnimmt. Eins der ersten Hochhäuser stammt aus dem Jahr 1929, nämlich das alte Technische Rathaus, in dem heute tatsächlich auch das Planungsreferat sitzt. Der damalige Architekt Hermann Leitensdorfer bezeichnete den Turm als Ergebnis der Auseinandersetzung mit dem Raumprogramm und der örtlichen Situation. Eigentlich auch genau das, was wir auch heute wieder diskutieren wollen. Und in den 20er Jahren gab es tatsächlich mal Überlegungen, einen Hochhausring um die Altstadt herum zu etablieren. Das lehnte der Stadtrat aber damals ab. Denn, klar, kam die Kriegsphase, aber in der Nachkriegsphase wurden zwischen in den 50er und 70er Jahren neue Hochhäuser erbaut, vor allen Dingen Wohnhochhäuser. Bekannte Hochhäuser wie die Sternhochhäuser der Firma Siemens, die Parkstadt Bogenhausen,
Und in den 70ern entstanden außerdem Großsiedlungen wie Neuperlach, Forstenried oder das Olympische Dorf. Alles noch heute auch beliebte Wohnorte. In den 80er Jahren orientierten sich dann die Gebäudehöhen zwar immer noch an der Frauenkirche, Beispiel dafür sind das BMW-Hochhaus, natürlich sehr bekannt. Das Hypo-Hochhaus war das erste, das dieses Maß mal überschritt mit 114 Metern Höhen. In den 90er Jahren entstanden dann eine ganze Reihe von Bürohochhäusern. Die Heiler Towers und das Münchner Tor an der A9 Richtung Nürnberg, das Uptown am Georg-Brauchle-Ring, das Mercedes-Benz-Hochhaus und der Central Tower München an der Donnersberger Brücke, sowie die Bavaria Towers und das Hochhaus Süddeutscher Verlag an der A94 Richtung Messestadt-Rieben sind dafür Beispiele. Anfang der 2000er kam dann die Diskussion auf, wie hoch eigentlich Hochhäuser sein dürfen. Und es gab eben eine Initiative, Unser München, die den Stopp dieser verschiedener Hochhausprojekte forderte. Das Ergebnis ist bekannt. Damals mit einer Wahlbeteiligung von knapp 22% und einem Ergebnis mit fast knapp über 50% wurde erstmal positiv entschieden, keine Hochhäuser höher als die Frauenkirche zu bauen. Diese Bindung, auch wenn sie nur ein Jahr rechtlich gegolten hat, auch diese Bindung wird heute noch eingehalten. In jüngster Zeit sind in München eine Vielzahl an architektonisch viel beachteten Wohnhochhäusern um die 60 Meter entstanden, wie die Südseite oder die Friends. Und es gibt spannende Konzepte wie das Arabella 26, das sich vor allen Dingen als begrüntes Hochhaus einen Namen gemacht hat. Aber diese Diskussion für die richtige Höhe muss jetzt auch wirklich geführt werden, denn es gibt einen Bedarf an Hochhäusern. Und ich hoffe, dass wir in dieser Reihe hier diese Diskussion öffnen können, dass wir einen gesellschaftlichen Konsens oder zumindest eine gesellschaftliche Diskussion, die dann auch zu einem Ergebnis führt, führen können. Ziel des Austausches heute ist, wie die öffentliche Wahrnehmung sich darstellt, wie werden Hochhäuser in der Stadtgesellschaft gesehen, wie können Hochhäuser einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen, welche architektonische Bedeutung wird Hochhäusern beigemessen, welche Kriterien sind bei der Hochhausplanung maßgeblich und welche Potenziale bieten Nutzungsmischung. Ich hoffe, dass wir heute einen Schritt weiterkommen, uns all diesen Themen anzunähern und freue mich, dass wir hier hochkarätige Referentinnen und Referenten einladen konnten, um dieses Thema hier auch zu diskutieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und gebe zurück an Frau Baumeister. Herzlichen Dank, Herr Lorz. Sie haben ein Stichwort gebracht, der gesellschaftliche Konsens, der ja wirklich auch ein Aufhänger für diese Veranstaltungsreihe mit ist. Wir wollen informieren, wir wollen die Grundzüge der Hochhausstudie vorstellen. Und die Frage des gesellschaftlichen Konsenses steht dabei natürlich im Mittelpunkt. Und von daher freue ich mich jetzt an dieser Stelle direkt an Frau Professor Dr. Hannemann zu übergeben. Sie sind Soziologin und Professorin für das Fachgebiet Architektur und Wohnsoziologie. Sie erforschen unter anderem, wie sich gesellschaftliche Veränderungen im Wohnen zeigen. Flexibilität, Situationsgebundenheit, das sind natürlich Stichworte, die man bei Recherchen zu ihrer Arbeit, auf die man immer wieder stößt. Wir wollen heute über die Hochhäuser sprechen, wo das Thema Wohnen ja immer noch ein Sonderthema ist. Darüber hinaus aber auch die Frage der Identität mit Ihnen klären. Was macht ein gutes Hochhaus aus stadtsoziologischer Sicht aus? Welchen Beitrag, welchen Mehrwert, trotz es angesprochen hat, muss es für die Gesellschaft binden? Und inwieweit kann es die Identität einer Stadt, die auch wie München ja keine ausgesprochene Hochhausstadt ist, stärken? Ich übergebe Ihnen gerne für Ihren Beitrag das Wort. Mikrofon noch anmachen, Frau Hannemann. Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich als Nicht-Münchnerin an dieser Diskussion teilnehmen kann, wie Sie hören oder auch nicht hören. Also ich wurde ja als aus dem Hochhaus angekündigt. Ich bin natürlich in einem Bürohochhaus. Und natürlich das Wohnen und Hochhaus ist ein Spezialthema, so wie Sie es auch angekündigt haben. Und ich werde jetzt einfach ein paar Worte aus der soziologischen Perspektive dazu sagen. Sie haben es schon angesprochen, Hochhäuser sind zum Wohnen stark umstritten. Es gibt jede Menge Studien, die zeigen, dass es nicht für Familien, nicht für Kleinkinder geeignet ist. Aber dazu sage ich dann immer, Familien und Kleinkinder sind wichtige Akteurinnen in der Stadt, aber machen nur noch einen geringen prozentualen Anteil aus. Und insofern
Wenn ich mir diese Studien angucke, muss ich auch feststellen, die sind alle aus den 80er Jahren, aus den 70er Jahren. Also ich kann leider nicht mit aktuellen Studien zum Wohnen im Hochhaus hier aufwarten. Ich habe mich wirklich bemüht. Aber ich möchte was sagen zu dem Thema Identität, weil Sie es ja auch angesprochen haben. Und da ist natürlich der Identitätsbegriff ein sehr mehrdeutiger. Das kommt darauf an, wie ich ihn definiere, aus der psychologischen Sicht oder so. Und da, wir kennen alle, wer bin ich, wenn ja, wie viele, diese philosophische Darstellung. Und das ist natürlich dann ein interessanter Aspekt, wenn ich dann mir dazu überlege, inwieweit machen denn Orte in meiner Identität ein Merkmal aus? Das kann ich ja nicht für jeden Menschen sagen. Ich meine, es wird klar ersichtlich oder schnell eindeutig, Identitäten hängen vom Lebenszyklus ab, von der Lebenslage, vom Alter, vom Geschlecht, von der Religion, von der sozialen Herkunft, von der Sesshaftigkeit, beziehungsweise auch ganz wichtig bei dem Thema Identität, von der Nicht-Sesshaftigkeit. Es sind ja immer mehr Menschen multilokal unterwegs, das heißt, sie wohnen an verschiedenen Orten. Und insofern kann ich das nur sehr subjektiv beurteilen, von der Ich-Identität ausgehend und dann zu sagen, inwieweit spielt bei der Identität dann eben auch ein Ort eine Rolle. Also die Frage wäre dann, wer bin ich und dann, welche Orte sind da relevant? Und dann wird auch ganz klar, auch wenn gesagt wird, es gibt natürlich bestimmte Bezugspunkte, die für viele Menschen einer Stadt identitätsbildend sind. Kevin Lynch hat ja da von den Bildern der Stadt, von den Merkmalen, von den Landmarks der Stadt gesprochen. Aber es wird sehr unterschiedlich sein, auch von der subjektiven Einschätzung her. Und dann, um den Wohnen oder den Bezug zum Hochhaus zu schaffen, es gibt natürlich Hochhäuser, die sind identitätsstiftend. Sind, also wenn ich also Stuttgart und Uni, dann sind natürlich die Kollegiengebäude sehr wichtige architektonische Ikonen für ein Lehrhochhaus. Und gerade wenn ich in Stuttgart bin, kann ich natürlich noch Romeo und Julia von Hans Scharoun nennen. Auch ein sehr wichtiges Wohnhochhaus. Aber ich kann das natürlich, und das ist klar, so eine Antwort kommt von der Soziologin immer, ich muss das differenziert sehen. Und ich kann natürlich das auch nicht für jeden jetzt sagen. Und ob in München jetzt Hochhäuser zur Identität der Stadt gehören, kann ich so nicht beurteilen. Und ich habe mich gefragt, bei der Hochhausstudie, die da oder die jetzt gerade vorbereitet wird, gibt es denn dazu Untersuchungen, welche Hochhäuser aus welchen Gründen beliebt sind und warum nicht? Kann man das dieser Studie entnehmen? Ich denke, das wäre ein wichtiger Ansatzpunkt, um nachzuvollziehen, inwieweit gerade in München Hochhäuser und Wohnen und Identität miteinander verbunden werden können. Von der Fernperspektive kenne ich natürlich diese Diskussion zu sagen, man muss immer die Alpen sehen bei Föhn. Das ist das Hauptkriterium. So ist es mir halt bekannt. Dann hatten Sie mich noch gefragt zu diesem gesellschaftlichen Mehrwert. Ne, das war auch so ein Aspekt. Und Sie hatten mir ja netterweise so die Stichworte zu Ihrer Frage im Vorfeld übermittelt. Und ich habe mich sehr bemüht, herauszubekommen, was ein gesellschaftlicher Mehrwert ist. Ja, klar, ich bin Soziologin, ich bin Wissenschaftlerin. Ich muss erst mal immer gucken, was die Dinge bedeuten. Und das ist mir nicht ganz klar. Der Mehrwert ist natürlich ein Begriff aus dem marxistischen Diskurs. Ich denke mal, dass das nicht so gemeint ist, wenn das jetzt so diskutiert wird. Aber ich würde mir einen gesellschaftlichen Mehrwert so vorstellen, wenn es bei diesen Hochhausdiskussionen nicht um Renditeerwartungen geht von einzelnen Privatinvestoren, sondern gesellschaftlich heißt, es geht darum, die Frage des bezahlbaren Wohnraums damit zu verbinden. Also inwieweit wird mit der Hochhausdiskussion der Planung eben auch das Thema bezahlbarer Wohnraum aufgegriffen und nicht nur als auf eine bestimmte auf bestimmte Zeit gebundene Sozialwohnung, wissen wir ja alle, 40 Jahre, 60 Jahre in München ist da hervorragend, aber sie fallen dann wieder aus den Sozialbindungen heraus. Und der zweite Aspekt, und das ist ein Wort, oder ein Begriff, den ich gar nicht gehört habe bisher, es geht natürlich bei den Hochhäusern natürlich auch um den Mehrwert im Zuge der Klimadebatte. Und da habe ich natürlich zwei Argumentationslinien. Einmal, Hochhäuser sind sozialer Mehrwert, weil sie eben viel Wohnraum anbieten, aber sie können auch klimatechnisch hochproblematisch gesehen werden,
in der Form, dass sie natürlich die Klimaprobleme in einer Stadt wie München verstärken, die ja natürlich auch mit Hitze und steigenden Temperaturen. Und die Materialität ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Also nochmal Beton in München zu verbauen, heißt natürlich, die Stadt weiter durch Baumaterialien aufzuheizen. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich erstmal alle Fragen soweit beantwortet habe oder gibt es da noch Nachfragen? Ich könnte Ihnen auch mein ideales Hochhaus schildern, das hatten Sie ja auch angefragt. Wie bitte? Ich hatte jetzt. Sie hatten mich ja noch Sie hatten mich ja auch gefragt, was macht ein gutes Hochhaus aus stadtsoziologischer Sicht? Da habe ich noch was vorbereitet. Okay. Also mein ideales Hochhaus ist ein gelungenes Durcheinanderwohnen von Menschen mit unterschiedlichen Lebenskonzepten und bietet eine Raumabfolge mit unterschiedlichen Intimitätsgraden, Lichtqualitäten und Ausrichtungen, sodass die Wohnqualität enorm gesteigert wird. Im für die Stadt, für die Urbanität so wichtigen Erdgeschoss findet sich eine urbane Produktionsstätte als Schaufenster ins Quartier. Ich meine nämlich, wenn wir über Hochhäuser diskutieren, müssen wir vor allen Dingen auch über die Erdgeschosszone diskutieren. Für Kinder und andere Menschen ist in dieser Erdgeschosszone ersichtbar, dass Erwerbsarbeit auch heißen kann, dass etwas hergestellt, repariert, gepflegt oder recycelt wird und eben nicht nur Büros Arbeiten ausmachen. In den niedrigen Etagen darüber befindet sich ein integratives Wohnprojekt und oder Wohngemeinschaften für besondere Menschen, gerne auch Senioren-WGs jedweder Art. Nun kommen auf verschiedenen Etagen Wohnungen für Kleinhaushalte mit oder ohne Wohnberechtigungsschein als Miet- und oder Eigentumswohnung sowie einige wenige Wohnungen für kinderreiche Familien. Und ganz oben gibt es mindestens ein stylisches Penthouse, dessen Mieteinnahmen die Wohnkosten im Erdgeschoss und in Gemeinschaftsräumen, die für mich selbstverständlich mit zu den Planungen für ein Hochhaus gehören, die das dann mitfinanzieren. Und natürlich ist das Haus außergewöhnlich gut schallisoliert und seine Materialität beruht auf energetisch sinnvollen und nachhaltigen Rohstoffen. Soweit mein ideales Hochhaus. Ich glaube, damit haben Sie den Mehrwert, den wir angesprochen haben, den Aspekt des Mehrwerts schon ganz gut zusammengefasst. Das ist jetzt sehr umfassend, auch von den Nutzungsmöglichkeiten her, die Sie angesprochen haben. Und wir werden gleich in den folgenden Beiträgen von Frau Meixner und Benedikt Esche sicherlich noch dazu auch Konzepte hören. Sie haben das den Aspekt des Klimas angesprochen, ein ganz wichtiger Aspekt, der sicherlich in der Hochhausstudie auch eine große Rolle spielt und auch in der öffentlichen Diskussion eine große Rolle spielt, wie wir beim letzten Chat schon festgestellt haben. Und ich bin mir sicher, dass es auch dazu dieses Mal wieder eine Reihe von Fragen gibt, die wir später nochmal in die Diskussion mit einholen würden. Ich hätte eine kurze Frage an Herrn Lorz, wenn Sie darauf kurz eingehen könnten. Gibt es eigentlich eine Untersuchung, die Frau Dr. Hannemann angesprochen hatte, welche Hochhäuser in München geschätzt sind und welche weniger geschätzt sind? Also das ist mir jetzt nicht bekannt, um ehrlich zu sein. Es gibt vielleicht Untersuchungen, aber nicht von der Landeshauptstadt, soweit ich weiß. Aber wäre interessant, also würde schon auch noch mal eine Aussage bringen, wo eigentlich auch so in ästhetischer und eben unter diesem Aspekt des Mehrwertes die Kriterien der Bevölkerung gesetzt werden. Können wir einfach mal anregen und stehen lassen. Vielleicht ist es noch mal etwas, was man auch als Projekt im Auge behalten kann. Aber das noch nicht. Der Aspekt Klima würden wir dann auf den Chat noch mal verweisen, den gesellschaftlichen Mehrwert. Das war auch eine Frage, die Sie jetzt noch gestellt hatten, würde ich kurz zusammenfassen, so wie Sie es auch dargestellt haben mit dem gesellschaftlichen Mehrwert, ist natürlich gemeint, dass es Nutzungsoptionen gibt, die jetzt eben nicht nur im Luxussegment oder in Büronutzungen angesiedelt sind, dass es Freiraumqualitäten gibt, die vielleicht auch durch das Hochhaus entstehen, dass es Nutzungen im die öffentlich sind und dass es vielleicht auch einfach Konzepte gibt, die besonders attraktiven Räume, die ja oben sind, Sie haben von dem Penthouse gesprochen, auch öffentlich nutzbar zu machen. Ich glaube, dazu werden wir im folgenden Beitrag erste Vorschläge oder erste Ideen und auch realisierte Projekte von Frau Meixner kennenlernen. Frau Meixner ist seit 1997 Partnerin im Büro
Meixner, Schlüter, Wendt und zudem in Fachbeiräten fachlich vertreten. Sie haben, Frau Meixner, mit Ihrem Büro, ich hatte es schon angekündigt, in Frankfurt Hochhäuser realisieren dürfen. Und Frau Dr. Hannemann hat gerade die Frage, was macht ein gutes Hochhaus aus soziologischer Sicht aus, beantwortet. Ich würde Sie jetzt fragen, was macht ein gutes Hochhaus aus planerischer Sicht aus und ist es deckungsgleich? Frau Meixner, Sie haben das Wort. Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich auch sehr, dass ich in diesem Rahmen von unseren Projekten erzählen kann und vielleicht auch darauf eingehen kann. Ich fand es sehr spannend, das ideale Hochhaus von Frau Professor Hannemann. Mal schauen, ob sich bei mir da ein bisschen was wiederfindet bei unseren Projekten. Als wir unser Büro in Frankfurt gegründet haben, war eigentlich eines unserer ersten Wünsche, dass wir vielleicht irgendwann mal hier ein Hochhaus bauen dürfen. Und das bestimmt auch aus dem Grund, weil in Frankfurt die Skyline eigentlich mit das wichtigste Identifikations- oder Identitätsmerkmal dieser ziemlich kleinen, eigentlich kleinen Stadt ist. Und das war auch nicht immer so, sondern in den 60ern, als sich die Stadt entschlossen hat, hier auf Hochhäuser zu setzen, waren sie zunächst natürlich schon umstritten und auch vielleicht manchmal gehasst. Aber inzwischen sind eigentlich alle Frankfurter sehr stolz darauf und natürlich neben der Altstadt oder dem Römer. Aber anders als diese historischen Gebäude spiegeln sie das Selbstverständnis dieser Stadt als eine internationale und moderne Stadt wider. Und ich glaube, deshalb treffen sie auch da so einen Nerv. Unser Büro hat inzwischen 2 Hochhäuser bauen dürfen. Und für ein weiteres haben wir einen Bauantrag abgegeben und wir haben jetzt auch noch Wettbewerbe gewonnen und werden in der nächsten Zeit auch neue bauen. Ich habe Ihnen jetzt 3 Beispiele mitgebracht, um das kurz zu erläutern. Für uns als Architekten sind Hochhäuser erstmal Projekte wie andere auch. Jede Typologie hat ihre Gesetzmäßigkeiten, Regeln oder Besonderheiten und jedes Gebäude wird unterschiedlich wahrgenommen. Und das gilt für jede Größe, die man entwirft. Aber was Hochhäuser tatsächlich ausmacht, sind ihre Wahrnehmungsdimensionen. Hochhäuser haben unterschiedliche Wahrnehmungsmaßstäbe und deshalb nehmen sie in einer Stadt auch unterschiedliche Rollen ein und haben unterschiedliche Wirkungsweisen. Und wenn man so ein Hochhaus entwirft, dann geht man natürlich darauf ein oder setzt sich damit auseinander. Das, was auch schon in der letzten Veranstaltung angesprochen wurde, war, es ist einmal die Fernwirkung, also die Rolle des Hochhauses für die ganze Stadt oder vielleicht auch für die Landschaft, dann die Wirkung in der direkten Nachbarschaft, wie verknüpft sich ein Hochhaus mit seiner Umgebung und letztendlich die Wirkung für die Nutzer. Das ist bei Bürohochhäusern, sind es die Menschen, die darin arbeiten, also wird es ein Lebensraum oder bei Wohnhochhäusern im besten Fall wird es auch ein Zuhause. Und durch das Exponierte und von weitem Sichtbare der Hochhäuser hat das Hochhaus eine wichtige Funktion, nämlich dieses als Identitätsstifter, die man versucht auch einzunehmen. Aus diesem Grunde entwickeln wir Hochhäuser, genauso wie auch andere Projekte, die wir entwickeln, eigentlich immer aus der Umgebung. Und so versuchen wir, dass sie kontextuell sind und den Ort, an dem sie stehen, stärken und dadurch aber auch möglichst unverwechselbar sind und nicht austauschbar an jeder Stelle stehen könnten. Um das zu erklären, habe ich jetzt, wie gesagt, meine Beispiele mitgebracht. Und das erste ist das Wohnhochhaus Axis im Europaviertel. Nächstes Bild, bitte. Das Wohnhochhaus, das ist hier blau auf diesem Lageplan gekennzeichnet, war städtebaulich von der Konzeption her gedacht, dass es eine Torsituation, einen westlichen Stadteingang für Frankfurt ausbildet. Nächstes Bild, bitte. Und wir haben uns im Wettbewerb mit einer Idee durchgesetzt, und zwar das Europaviertel ist vielleicht auch ein bisschen bekannt. Das sind sehr rigide Blockrandbauten, alle mit Wohnen, alle sehr gerastert. Und wir haben gesagt, eigentlich haben wir auch ein Wohnhochhaus. Und deshalb ist es erstmal so, dass wir an der Europaallee nach Norden eine Scheibe aufstellen, die 60 Meter hoch ist, entsprechend des Bebauungsplans, und damit dieses Stadttor ausbilden, in der West- und in der Ostrichtung uns angliedern aus dem Kontext der Umgebung und diese Blockrandbauhöhe fortführen. Und das ist vielleicht die Besonderheit, im Süden uns orientieren an den Reihenhäusern, die sich im Süden angliedern und eine Reihenhauszeile mit eingliedern. Nächstes Bild. Und daraus haben wir einen Baukörper geformt, der dann die Eigenheit hat, dass normale Blockrandwohnungen hier unter 1
Terrassenwohnung unter 4, Hochhaus wohnen, da ist so eine kleine 2 drin, oder die Penthäuser oder aber auch Reihenhäuser mit Dachgarten und einem Südgarten gemeinsam um einen Hof wohnen. Und das, was dabei entstanden ist, ist eigentlich, wir haben es ein Blockrandhochhaus genannt, eine ganz neue Typologie. Das nächste Bild. Und wenn man jetzt mal sieht, was wir versucht haben, man kann es vielleicht an dem Bild ganz schön ablesen, wie sich das konzeptionell eigentlich wirklich einfach nur aus der Umgebung entstanden ist, dieses Hochhaus. Und entsprechend haben sich auch die Fassaden ausgeformt nach Norden. Auf dem nächsten Bild sieht man das. Gliedert sich diese Scheibe in die Europaallee ein. Dort ist alles sehr gerastert. Wir haben daraus so ein individualisiertes Netz, ein Fassadennetz ausgebildet, also nicht durchgerastert. Und es ist individuell, aber gliedert sich trotzdem ein. Und wenn Sie jetzt das nächste Bild zeigen, dann sieht man die Südseite. Dort schwingen zur Hofseite oder nach Süden hin freie Balkone vor jeder Wohnung entlang. Ich muss sagen, das ist auch was Besonderes an diesem Hochhaus. Es ist nämlich eine Scheibe. Dadurch stecken die Wohnungen alle dort. Das heißt, man hat sowohl den Nordblick zur Stadt wie auch den Südblick zur Landschaft und fängt die Sonne ein. Nächste Bild. Und was eigentlich immer spannend ist an dem Hochhaus, ist, dass ich in meiner Wohnung wohne und dieser Übergangsraum zum Freien und damit auch zur Weite einer ganzen Stadt das Spannendste ist. Das sieht man jetzt hier mal an den räumlichen Situationen, die bei den Balkonen entstehen. Das nächste Bild. Oder dann auch das Wohnen. Man hat in diesem Wohnhochhaus nicht den Eindruck, man wohnt ganz alleine, sondern man sieht durchaus den Rest des Hauses, man sieht seine Nachbarn und man hat aber trotzdem den weiten Blick. Also auch eine ganz andere Situation, wie man das Haus erlebt. Das nächste Bild. Das ist eigentlich das Letzte, was ich von diesem Gebäude zeigen möchte. Und das hat was damit zu tun, was es für eine Herausforderung gab für diese neue Generation der Wohnhochhäuser. Wir haben darüber nachgedacht, wie man es hinkriegen kann, dass in diesem Haus wohnen zum Beispiel 185 Einheiten, also 185 Haushalte, dass die auch eine Nachbarschaft bilden, eine Hausgemeinschaft. Und dazu sind Gemeinschaftsräume ganz wichtig. Was wir hier sehen, ist die Eingangshalle, dort, wo sich alle treffen. Dort gibt es Lesebuchten, wo man seine Post lesen kann. Man kann sich treffen mit vielen. Und es gibt einen Concierge, der ganz wichtig ist für die Gemeinschaft in dem Haus. Und eigentlich auch so eine soziale Vernetzung passiert. Und diese Eingangshalle, das sieht man jetzt nicht, die öffnet sich aber auch ganz verglast zum Bürgersteig, sodass man eigentlich auch von außen reinsehen kann, sodass es auch nicht für sich abgeschottet ist, sondern dass es sich öffnet zur Umgebung. Jetzt das nächste Bild zeigt dann das nächste Projekt, was ich kurz zeigen möchte. Das ist der Henninger Turm. Das ist wirklich ein, vielleicht kein Standardhochhaus, sondern das hat so eine ganz eigene Geschichte. Das nächste Bild. Der Henninger Turm war ein Turm, der in den 60er Jahren gebaut wurde. Er war ein Wahrzeichen für die Stadt und zwar eigentlich nur ein Getreidesilo einer Brauerei, auf dem dann der Besitzer asymmetrisch ein Fass angebracht hat, in dem dann oben ein drehendes Restaurant war. Also relativ schön war er nie, muss man sagen. Aber so wie er am Anfang gehasst war, irgendwann war er sehr geliebt. Das, was vorhin auch angesprochen wurde in der Vorbesprechung, dass eigentlich jeder Frankfurter mit dem seine Geschichte hat. Es können Leute von außerhalb vielleicht nicht so gut verstehen, aber was schon überregional bekannt ist, ist vielleicht, das ist das mittlere Bild hier, das Radrennen rund um den Henninger Turm, das durchaus auch international Bekanntheit hatte. Und auf diesem Grundstück gab es einen Wettbewerb für einen Neubau. Und das nächste Bild. Und wir hatten als Frankfurter den Gedanken, dass diese Funktion als Henninger Turm, als Wahrzeichen man dieser Stadt eigentlich nicht wegnehmen kann. Das brauchen die Frankfurter eigentlich. Und wir haben überlegt, wie könnte man vorgehen, wenn man das Haus transformiert, sodass es als Wahrzeichen oder Landmark weiterhin funktioniert und trotzdem ein zeitgenössisches Wohnhochhaus ist. Die Idee der Transformation war dann das, was man rechts in den Piktos sieht, dass es eine Scheibe gibt, die alte Kubatur nachfährt, dass es einen Teller gibt, dass es Fass andeutet. Und dann füllt sich diese Struktur mit gestapelten, ganz individuellen Wohnungen nach Süden oder oben sitzt ein neuer Glaszylinder drauf. Das nächste Bild. So eine Transformation ist schon immer ein Experiment, aber von der Stadt her, Sie sehen, der Henninger Turm ist wieder da und ich glaube, von den Frankfurtern wird es auch genauso empfunden. Jetzt das nächste Bild. Wenn man sich aber dem Turm von Süden nähert, dann sieht man genau, wie diese ganz individuellen zeitgenössischen Wohnetagen mit Wintergärten und Balkonen eingestapelt sind und so eine ganz vielgestaltige
vielgestaltige zeitgenössische Fassade bilden. Das nächste, wenn man mal näher rangeht, dann sieht man, dass da, nee, das fehlt, Entschuldigung. Also, alles gut. Also, dann sieht man, wie der wirklich ganz unterschiedlich von vorne oder von hinten aussieht und ganz unterschiedliche Funktionen erfüllt. Was man ganz unten sieht jetzt, ist das Sockelgebäude, was zum Henninger Turm gehört. Dazu werde ich auch noch was sagen. Das nächste Bild jetzt bitte. Auf dem Lageplan kann man sehen, auf dem Quartier oder auf der, auf dem Grundstück der Henninger Brauerei wurde ein neues Wohnquartier gebaut. In diesem Quartier übernimmt, und das ist die zweite Funktion, die ich vorhin angesprochen habe, der Henninger Turm auch viele Funktionen genau für dieses Quartier. Sie sehen hier den Plan des Quartiers, sehr viele Punktbauten, Blockrandbauten, da gibt es einen Kindergarten, da gibt es einen alten Park und eine Villa und dann unter Punkt 1 der Henninger Turm in seinem Platz mit seinem Sockelgebäude. Und der Henninger Turm ist gleichzeitig, nächstes Bild bitte, bildet den öffentlichen Platz, dass sich alle an diesem Henninger Turm treffen könnten. Dort gibt es eine Nahversorgung, Sie sehen das links, es gibt ein großes Parkhaus und geradeaus gibt es einen Fitnessbereich in dem Riegel, nächstes Bild, der einen Pool auf dem Dach hat. Sie sehen links den Henninger Turm durchschauen. Also er bietet für die Bevölkerung einen Anlaufpunkt für ganz viele verschiedene Tätigkeiten. Und das nächste Bild zeigt dann, dass wir auch anknüpfen konnten an die Tradition des Henninger Turms. Es gibt oben am Henninger Turm wieder eine Aussichtsplattform mit Bar und ein Restaurant. Das heißt auch, die Bevölkerung darf auch wieder oben in den Turm. Und damit muss man sagen, bin ich vielleicht jetzt auch auf viele Funktionen eingegangen, die so ein Turm einnehmen kann, auch für die direkte Bevölkerung. Und neben diesen ganzen funktionalen Sachen ist, glaube ich, für die Menschen, die in dem Quartier wohnen, tatsächlich so, jeder Einzelne wohnt am Henninger Turm und nicht irgendwo. Und ich glaube, das ist was ganz Besonderes und gibt diesem Quartier wirklich seine Identität. Und das nächste, was ich zeigen möchte, ist der Wettbewerbsbeitrag, einer, den wir dieses Jahr gewinnen konnten. Und zwar ist es das Präsidium. Und es geht nochmal anders mit so einem Ort. Und nächste Bild zeigt den Lageplan. Es ist ein innerstädtisches Quartier in der Nähe des Bahnhofs und der Messe. Und dieses Quartier hat ganz viele Nutzungen. Dort ist vorgesehen ein Schulgebäude, ein Kita, Wohngebäude, Bürogebäude und in dem Turm selber nochmal Hotel, Büro und Wohnen. Also auch ein multifunktionaler Turm mit einer Platzfläche. Und die Besonderheit ist aber, das nächste Bild bitte, hier sieht man nochmal das Quartier. Es ist also wirklich wie so ein Stadtbaustein und das hat alles mit zu diesem Wettbewerb gehört. Und das nächste Bild zeigt eigentlich das Besondere an dem Quartier, die vielen verschiedenen Nutzungen. Und das, was Sie links vorne sehen, nämlich das Präsidium, ist das alte Polizeipräsidium der Stadt Frankfurt in dem Hohenzollernpalais. Nächstes Bild bitte. Da sieht man es dann endlich. Da sieht man, das ist ein historisches, sehr eindrucksvolles Gebäude, was jetzt lange leer stand und es gehört mit zu dem Ensemble. Und unser Konzept hat vorgesehen, wir haben überlegt, welches Thema könnte an diesem Ort das besondere Thema sein, mit dem man arbeitet. Und die Idee war, wie könnte man die Identität dieses Präsidiums, das jeder kennt und das etwas Besonderes ist in der Stadt, in den Himmel projizieren. Und die Idee war, an diese Dachformen anzuknüpfen und daraus einen plastischen, vielgestaltigen Baukörper zu entwickeln, der dann damit auch einen oberen Abschluss hat und eigentlich immer erkennbar ist und diesem ganzen Quartier eine Mitte begibt. Und das nächste Bild zeigt dann, wie es aussieht. So ist der Blick von der Friedrich-Ebert-Allee. Sie sehen links unten noch das Präsidium rausschauen, rechts die Neubauten und dann der Turm, wie er drin steht. Und das nächste Bild ist auch mein Anfangsbild nochmal, wo sich der Kreis schließt. Und dann hoffe ich, dass ich an diesen Beispielen etwas zeigen konnte, was wir unter kontextuellen Hochhäusern verstehen, wie wir versuchen, die Orte wieder zu spiegeln und sie zu stärken und dass vielleicht Hochhäuser wirklich eine Bereicherung für alle sein können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Frau Meixner. Das ist wirklich ein tolles Spektrum, was Sie dargestellt haben. Ich fasse es noch mal ganz kurz zusammen. Sie haben eigentlich zwei Wohnhochhäuser vorgestellt, wo wir gerade in dem vorherigen Beitrag die Fragestellung hatten, geht das überhaupt? Hat das eine Relevanz in Bezug auf das Wohnen, der Hochhausbau? Sie haben gezeigt, dass es das durchaus hat. Wir haben einmal dieses Wohnhochhaus im Europaviertel. Wie hoch ist es? Das wäre noch eine Frage, die ich dazu hätte. Das ist ein 60-Meter-Turm.
Also in Frankfurt gar nicht fernwirksam. Dann den Henninger Turm, das ja eine Transformation ist, also vorher keine Wohnnutzung an gleicher Stelle, jetzt aber auch wieder ein identitätsbildendes oder identitätsstiftendes Gebäude, was aber eine neue Nutzung eben auch hat als Wohnnutzung. Und das Präsidium, da hatten Sie nichts zur Nutzung gesagt, ist das auch Wohnen? Das ist eine Mischnutzung, ein multifunktionales Hochhaus mit Wohnen, Büro und Hotel. Mhm. Die Höhen sind, also der Henninger hat 140 und das Präsidium 175 Meter. Das Präsidium ist ja auch nochmal ein Sonderfall, weil es wirklich Teil eines neuen Quartiers ist und nicht einfach nur ein Solitär, sondern wirklich ein Teil, der sozusagen das Quartier dann auch nochmal eine neue Identität geben wird, unter Berücksichtigung der Bestandsbauten wie diesem historischen Gebäude, was erhalten wird, wenn ich das richtig verstanden habe, auch, oder? Ja, genau. Das wird erhalten. Gut. Das steht unter Denkmalschutz. Ich würde jetzt, die Wohnungen sind wahrscheinlich Eigentumswohnungen, oder? Wo jetzt, in welchem? In beiden Wohngebäuden, im Henninger Turm und im Europaviertel. Also im Europaviertel sind es Eigentumswohnungen und im Henninger Turm ist ein Teil Mietwohnung und ein Teil Eigentumswohnung. Das ist gemischt. Mhm. Sie haben, ich zitiere nochmal, wir hatten vorab Sie ja alle um ein kurzes Zitat gebeten und Sie haben gesagt, Hochhäuser haben immer die Chance, die Wahrnehmung und das städtische Leben zu bereichern. Ich denke, das ist der Ansatz, der sich durch Ihre Beispiele, durch Ihre Projekte auch zieht. Und ich würde jetzt an dieser Stelle, bevor wir zu dem letzten Beitrag kommen, nochmal zu Claudia Neser in den geben, denn, und ich glaube, dass es Fragen geben wird, die auch letztes Mal gestellt wurden, nämlich in die Richtung, ist das nicht alles nur Luxus und gar nicht etwas, was wirklich die Breite der Stadtbevölkerung erreicht? Die Bilder, die Sie gezeigt haben von den Hochhäusern, sind ja wunderbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, da möchte ich nicht wohnen. Aber es ist einfach ja schon eine, so vom Bild her etwas, was man durchaus mit Luxus oder hochwertigem Wohnen verbinden kann. Und von daher würde ich die Fragen jetzt nochmal in den Chat geben, Claudia. Wie sieht es da aus? Was für Rückfragen gibt es? Gibt es konkrete Rückfragen zu einzelnen Beiträgen oder ist es eher eine allgemeine Stimmung, die sich ausdrückt? Ich gebe vielleicht mal einen ganz kurzen Überblick der allgemeinen Stimmung. Begonnen hat es eigentlich mit der Frage, warum eigentlich der Bürgerentscheid ist 16 Jahre her, warum man nicht schon längst sozusagen höher baut, weil es hat sich einfach der Bedarf geändert. Es haben sich viele äußere Umstände auch geändert, wie der Einwohnerwachstum und die Flächenknappheit. Dann gab es eine sehr große interne Diskussion der Teilnehmer zwischen der Befürwortung, aber auch der Sorge bezüglich Hochhäuser in Bezug auf Verschattung, zu teuer, zu hohe Baukosten. Genau das, was du angesprochen hast, Nico, war tatsächlich auch die Frage während des Vortrags von Frau Meixner, nämlich sind Hochhäuser wirklich bezahlbar? Also ist es tatsächlich nicht nur Luxus, sondern ist es auch für den Normalmenschen oder Normalverdienenden bezahlbar? Auch so etwas wie ein Concierge muss ja auch umgelegt werden auf die Kosten des Mieters bzw. des Eigentümers. Um vielleicht eine ganz konkrete Frage zu stellen, einmal an die Frau Hannemann. Es war hier eine Frage, gibt es Untersuchungen zu unterschiedlichen Nutzungen von Hochhäusern in verschiedenen Regionen und Ländern, dass sie sozusagen, dass sowas mal verglichen wird, dass man hier einfach mal eine Evaluierung macht? Oh, Professor Dr. Hannemann. Sie sind immer noch jetzt. So, jetzt genau. Nee, Mikro, also, genau. Genau. Mikro ist da. Vor allen Dingen, es ging ja jetzt hier um Hochhauswohnen, wo es eindeutig nicht um bezahlbaren Wohnraum ging. Also ich finde ja diese kontextuellen Ansätze sehr schön. Und ich habe wieder etwas über Architektur gelernt, wie das aus dem Blog entwickelt wird. Aber es geht ja um das Thema beim Wohnen in der Stadt, geht es darum, bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und ich denke nicht, dass irgendeine Stadtpolitik Akzeptanz herstellen wird. Und das ist gar nicht eine Verantwortlichkeit von den Architektinnen, sondern es ist die Verantwortlichkeit von der Politik, von der Planung, dass natürlich diese Dinge mit dieser ganzen Diskussion um die immer weiter steigenden Wohnkosten
verbunden sein wird. Ich sage bewusst nicht nur Mieten, weil Wohnkosten haben ja viel mehr Aspekte, der Strom, das Wasser und so weiter. Und ich habe natürlich gehofft, dass ich auch Gemeinschaftseinrichtungen sehe bei diesen Hochhausplanungen. Klar, ein Eingangsbereich, aber Concierge ist ja auch diskutiert worden, muss ja auch finanziert werden, aber kann auch in sozialem Hochhauswohnungsbau stattfinden. Das ist dann eine Frage eben auch, wie das berechnet wird. Und was gibt es denn noch? Und das Schwimmbad da oben. Meine, wir müssen mal Wien aufrufen an der Stelle. Die Hochhäuser von Harry Glück kennen wir alle, weil da ist es eine Art Gesetz im Wiener sozialen Wohnungsbau, dass alle Hochhäuser dann eben auch Gemeinschaftseinrichtungen haben müssen. Und das geht hier vor allen Dingen auch um Schwimmbäder, weil nackt ist jeder Mensch gleich und da werden soziale Unterschiede aufgehoben, ist in der Architektur ein berühmtes Beispiel. Und jetzt will ich die Frage beantworten oder versuchen zu beantworten. Gibt es Vergleiche? Nein, wüsste ich nicht. Es gibt immer Einzelstudien. Und ich habe wirklich im Vorfeld dieser Veranstaltung hier recherchiert, welche Wohnhausforschung kann ich denn auch international finden. Und es gibt einige aus dem englischsprachigen Raum, und die sich vor allen Dingen damit beschäftigen, aber eben auch aus den 80er, 70er Jahren, inwieweit Familien und kleine Kinder und Wohnen im Hochhaus vereinbar ist. Und da wird natürlich vor allen Dingen werden Bedenken geäußert, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, auch aus der kinderpsychologischen Perspektive der Entwicklung von kleinen Kindern. Aber es gibt keine Vergleiche und ich bin da auch skeptisch, weil ich meine, es geht ja auch um, wir haben auch über Identitäten gesprochen, dass die regionalen Situationen so unterschiedlich sind. Allein schon, wenn ich über Hochhausbau in Frankfurt diskutiere, da sind sie, Frankfurt am Main, sorry, ich meine nicht Frankfurt an der Oder, sondern am Main. Ich glaube, da sind Hochhäuser inzwischen akzeptierter als in anderen Städten in Deutschland. Und ich bin ja Berlinerin und da meine ich, dass es auch wieder sehr differenziert gesehen wird. Und auch da ist das Hochhaus ein hochgradig umkämpftes ideologisches Minengebiet. Und in Stuttgart ist das, glaube ich, wieder anders diskutiert mit den Hochhäusern. Also ich würde sagen, ja, es gibt sehr viele lokal-regionale Aspekte zu berücksichtigen. Aber ich wüsste nicht, ich lasse mich gerne korrigieren, dass es da wirklich Untersuchungen gibt, weil das Wohnen, genauso wie das Hochhaus, waren bestimmt seit 30, 40 Jahren kein Thema in Deutschland. Seit wann werden wieder Hochhäuser diskutiert? Also für Berlin kann ich sagen, nachdem die Mauer niedergerungen wurde, mit den neuen Diskussionen über die Stadtentwicklung, da ist ja der Alexanderplatz mit Hochhäusern geplant worden, während die City West mit privaten, einigen wenigen Dingen, aber das spielt ja jetzt hier keine Rolle. Also ich meine, dass wir da noch nicht so lange auch eine Diskussion haben und ich meine, im Zuge der Stadtverdichtung, der sozialen Stadtentwicklung müssen wir auch über das Wohnen im Hochhaus natürlich nachdenken. Dankeschön, Frau Professor Dr. Hannemann. Soll ich noch eine Frage stellen oder sollen wir die am Schluss? Ich würde ganz kurz Frau Meixner die Gelegenheit geben, darauf einzugehen, weil sie war ja auch direkt angesprochen. Also von daher, Frau Meixner, können Sie gerne schnell antworten. Ja, ich mache es auch ganz kurz. Also ich wollte vielleicht konkret was dazu sagen, weil das sind ja immer auch pauschale Einschätzungen, die man gibt. Ich kann das jetzt nur konkret aus Projekten berichten. Der Henninger Turm ist natürlich eher ein Luxusprodukt, weil da oben so ein Fass oder so eine Scheibe in die Luft zu hängen, ist einfach statisch aufwendig. Man hat zwei Kerne und das kann man nicht günstig machen. Aber der Henninger Turm ist ein Element in einem Quartier, wo ganz normale Wohnungen sind. Und da ist es die Mischung eigentlich dadurch angelegt. Beim Axis ist das anders. Beim Axis waren die unteren Wohnungen, auch mal um was zu kosten zu sagen, waren nicht teurer als die Wohnungen im Nachbargebäude. Das heißt, der Blockrandpreis war damals bei 3.500 Euro und das ist noch nicht so lange her. Das war überhaupt nicht hochpreisig, um das zu erwerben. Und das merkt man auch, also das konnte man einfach ganz normal kaufen. Die Hochhauswohnungen waren dann 2.000 Euro mehr und die Penthouse-Wohnungen waren dann Luxusprodukte. Und da gab es auch eine Querfinanzierung. Und ich glaube, diese Reihenhäuschen waren auch ganz handlich noch. Und da wohnen zum Beispiel Familien mit Kindern.
ich sage jetzt mal, Familien mit Kindern, die vielleicht Frankfurter sind oder Deutsche sind. Was interessant ist, im Axis wohnen relativ viele asiatische Frankfurter Mitbürger, die im Westend arbeiten, also und die das zum Beispiel total nah finden. Die Entfernung, die wir weit finden, finden die nah. Und die Kinder werden von der Schule gebracht und die gehen zum Concierge und warten da. Und dann werden die von den Eltern abgeholt. Und zum Beispiel, das hat vielleicht auch wirklich was Lokales, was Sie vorhin angesprochen haben, zu tun, wie man sowas überhaupt empfindet. Das ist so ein ganz modernes Haus. Und ich glaube, diese Mischfinanzierung und Mischnutzung ist da eigentlich ganz schön praktiziert worden. Und es stimmt, der Concierge kostet natürlich Geld, aber durch 180 Einheiten geteilt ist das vielleicht gar nicht so viel. Dafür hat zum Beispiel dieses Haus sich geleistet, auch für 180 Einheiten, eine Abwasser-Wärmepumpe einzubauen. Nebendran gibt es viel Industrie und Schwimmbäder. Das heißt, wir ziehen die Energie aus dem Abwassernetz und die Nebenkosten sind dadurch sonst sehr günstig. Also die Wohnungen haben fast keine Heizkosten, aber haben einen Concierge und die Nebenkosten sind insgesamt nicht so hoch. Ich glaube, dass das ein Haus ist, was eine ganz gute Mischkalkulation, Mischnutzung und auch gemischtes, wie so ein kleines Quartier abbildet. Das wollte ich nochmal als Beispiel sagen. Ganz kleine Ergänzung dazu, das ist richtig. Ich wollte auch noch mal darauf hinweisen, dass international gesehen das Wohnen im Hochhaus überhaupt kein Thema ist und dass man sogar weltweit sagen kann, also die besser situierten wohnen in Hochhäusern. Das ist also in Singapur so, das ist in Tokio so, das ist in den USA so, das ist Brasilien so und so weiter, also in Moskau, also überall auf der Welt und es ist ein deutschlandspezifisches Thema. Daran haben Sie mich gerade wieder erinnert. Aber wir wollen heute in München bleiben. Es geht heute uns ja wirklich um München und natürlich muss man es in die Relation setzen, das ist vollkommen klar. Ich würde jetzt aber gerne noch mal kurz zurückgeben an Claudia Neser, die, glaube ich, noch eine konkrete Frage hatte, die ich in den Chat. Wir haben zum Schluss noch mal die Möglichkeit, miteinander zu diskutieren, würde aber das Spektrum auch nicht zu weit auffächern, weil es soll ja immer wieder dann auch zurück auf München übertragbar sein und noch mal zurück an Claudia Neser. Ja, Frau Meixner, ich will genau da ansetzen, wo Sie gerade aufgehört haben, nämlich die Frage kam, wie können Wohnhochhäuser resilient werden? Das heißt, wie kann man hier Energie, vielleicht energiesparend beziehungsweise klimaneutral bauen, wie kann man Nutzung von CO2-neutralen Materialien benutzen. Sie haben ja jetzt gerade schon von dem Wärmetauscher gesprochen, deshalb hake ich da jetzt auch gerade rein sozusagen in die Frage. Sie versuchen ja auch schon, soweit es geht, solche Möglichkeiten umzusetzen, stimmt's? Ja, das ist so, wobei man muss sagen, beim Axis ist es so, das ist noch ganz traditionell herkömmlich gebaut als Stahlbetonbau. Es wäre sicherlich spannend, auch mit Holzhochhäusern. Es gibt inzwischen viele Entwicklungen und da wird viel, da tut sich viel. Das hat was mit Brandschutz und mit den vielen Vorkehrungen zu tun. Da könnte man sicherlich noch mehr machen, aber man muss sagen, das Energiekonzept von dem Haus ist sicherlich sehr innovativ und profitiert auch davon, dass es eine große Einheit ist. Ja, also da kann man schon, es ist ein kompakter Baukörper und es ist eine große Einheit und dann kann man auch in sowas besser investieren, weil sich das dann aufteilt und dann spiegelt sich es eigentlich wieder positiv wieder. Aber es ist sicherlich so, wir sind da auch am Anfang und da geht es darum, weiterzuentwickeln und sich weiterzuentwickeln und auch für die Nachhaltigkeitsfragen eigentlich immer besser zu werden. Da gibt es keinen Grund, sich irgendwie auszuruhen, glaube ich. Ich denke, dass wir das Thema Klima, Ökologie und auch Baustoffe nochmal in unserem abschließenden Chat aufgreifen werden. Wir haben ja zum Schluss nochmal die Möglichkeit, eine Viertelstunde einen Chat auch auf Fragen gezielt einzugehen. Ich würde jetzt aber gerne, bevor wir nach Shanghai und Moskau schauen, nochmal wieder zurück nach München schauen, denn wir kommen damit auch zum letzten Vortrag, der auch nochmal eine Menge an Diskussionsstoff sicherlich beinhalten wird. Zum letzten Vortrag des heutigen Abends zumindest, zum Quartier Domagpark. Benedikt Esche ist da unser Referent. Er ist Architekt seit 2015 im Büro Kollektiv A. Seine Arbeit wurde bereits in diversen Stipendien und Preisen gewürdigt. Er wird uns heute ein Projekt vorstellen, das bereits viele Fürsprecher gefunden hat. Die Süddeutsche Zeitung titelte, der Bezirksausschuss ist entzückt über die Vision eines Architekten. Solche Presse haben Architekten relativ selten, dass jemand geradezu entzückt ist. Er wird uns heute sein Projekt vorstellen, einen 60-Meter-Turm
im Domagpark für Ateliers und Startups. Womit haben Sie den Bezirksausschuss überzeugt? Herr Esche, Sie haben das Wort. So, ich bin online. Hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, dass tatsächlich nicht ich oder das unmittelbare, also dass nicht ich den Bezirksausschuss und dann auch den Stadtrat letztendlich überzeugt habe, sondern vielmehr die Nutzerinnen und Nutzer und eben die Künstlerinnen und Künstler, die das ganze Projekt eben erst initiiert haben. Machen wir das so, Anja, dass wir einfach ich sage einfach next oder nächste Folie bitte. Wir befinden uns in München. Das ist, also ich weiß jetzt nicht, Sie kennen München nicht alle. Es gibt hier im Mittleren den Stadtinnenkern und so weiter. Und dann bewegen wir uns Richtung Norden. Das ist immer noch Schwabing. Und jetzt nächste Folie bitte. Letztendlich zum Domag-Quartier. Das Domag-Quartier wurde durch den Masterplan von Ordner und Ordner entwickelt. Es gibt diesen Ort allerdings schon viel länger. Unter anderem wurden eben die Hallen, die dort zuvor gestanden haben und jetzt noch teilweise immer noch stehen, mit dem Domag-Quartier, also den Domag-Ateliers, bildeten damals die größte Künstlerkolonie Europas. Über 300 Künstlerinnen und Künstler haben dort gearbeitet, gewerkelt, getan. Und einen Hauch davon spürt man immer noch, gerade in diesem Haus. Und ich kann das auch nur empfehlen, also auch hier an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man einfach mal nach München fährt, die erste Station direkt ins Domag, weil das macht tatsächlich eine wahnsinnige Freude, dort diese Begeisterung von den Menschen da zu sehen und vor allem auch diese wirklich hochkarätigen Arbeiten. Und all diese Künstlerinnen und Künstler haben sich jetzt eben da zusammengetan und haben eine Initiative ins Leben gerufen, die dann letztendlich damals in der Rathausgalerie, nächste Folie bitte, und jetzt tatsächlich noch eine und dann springen wir kurz dann zurück, weil ich mache das nicht abgelesen, ein bisschen hin und her, und haben dann in dieser Rathausgalerie, wo eben dieser Masterplan von Ordner und Ordner vorgestellt wurde, den Riegel, der damals den Künstlerhof komplett absperrt von dem neuen Quartier, einfach hochgehoben, also haben den hier gemacht und haben gesagt, nein, wir brauchen einen Turm, wir brauchen Sichtbarkeit, aber wir brauchen auch nicht nur 10, 20 Ateliers mehr, sondern wir brauchen tatsächlich eine Masse von 100 Ateliers mindestens. Und jetzt gehen wir bitte eine Folie zurück. Und was daraus entstanden ist, ist eigentlich ganz instinktiv irgendwie ein ganz sinniger, stimmiger Ort, nämlich in dieser Abfolge von einmal den Munich Highlight Skyline Business Towers von Jahn, dann eben den Osram Tower oder ist auch von Jahn oder die Jahn Tower, wie sie jetzt heißen, und dann schließlich der Atelierturm, der eben an dem letzten Schenkel des Ateliergebäudes eben steht im Domagquartier. Das ist also auch gleichzeitig die allererste Adresse, nimmt man einmal die Allianz Arena und so weiter zur Seite, die nun eben einen neuen Leuchtturm eben für die Stadt und auch für die Künstlerinnen und Künstler, die eben in dieser Stadt sind, eben schafft. Das bedeutet eigentlich damit viel mehr, dass so ein Turm letztendlich, und jetzt fange ich mal vielleicht ein ganz bisschen an zu träumen, dass so ein Turm nicht mehr nur irgendwo eine reine Nutzbarkeit für gewisse Stereotypen oder für Wohneinheiten, Gewerbeeinheiten oder ist, sondern es zeigt eben, was dieser Turm, was eben auch noch sein kann. Und damit schafft es eben auch in gewisser Weise für die Künstlerinnen und Künstler genau das, was die Künstlerinnen und Künstler verdienen, was ihnen aber die Gesellschaft immer vorenthält, nämlich adäquate, bezahlbare Ateliers und die an einer prägnanten und sichtbaren Stelle in München. Und jetzt springen wir zwei Folien vor. Was bedeutet denn Turm? Also da reden wir über 60 Metern und auf diesen 60 Metern Höhen und eben bis zu 17 Geschossen entstehen jetzt eben 100 Ateliers. Die Idee dahinter, und vielleicht eine Folie nochmal weiter, weil es auch viel Text, das erzähle ich ja. Genau, die Idee dahinter, und jetzt, wenn wir da in dieses Objekt reingehen, ist eigentlich einen maximal flexiblen und auch in dieser Anmutung von den Domag-Ateliers bestehenden
Struktur dorthin gehen, einen richtigen, adäquaten Raum zu schaffen. Das bedeutet, wir schaffen eben in der ganz rohen, puren und vereinfachten Struktur einen Hochpunkt, der dann eben von den Künstlerinnen und Künstlern und eben dann auch den Kreativschaffenden eben dann angenommen wird und letztendlich im Innenausbau auch weiter verändert werden kann. Nächstes Bild bitte. Das bedeutet, wir haben eigentlich im innenliegenden Gebäude einen ganz einfachen Kern, um den dann rum diese Ateliers jeweils eben einmal unten links ganz klein. Es sind jetzt 10 Ateliers mit die fangen bei 12,5 Quadratmeter an und gehen dann hoch zu der ganz großen Aufteilung. Also das heißt, wenn wirklich ein Künstler mit auch vielleicht schon etwas mehr Erfahrung oder internationalen Rang oder einfach erfolgreicher, finanziell erfolgreicher vor allem ist, der kann dann eben bis zu 237 Quadratmeter Atelierfläche haben. Das bedeutet also, dass der Turm nicht nur für eben erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler Raum schafft, sondern eben auch kleine Räume zur Verfügung stellt für eben gerade Künstlerinnen und Künstler, die sich eben etwas vielleicht auch mal einfach ausprobieren wollen für ein Jahr. Und überspringen wir mal nächste Folie bitte. Genau, nee, eins zurück, Entschuldigung. So. Genau, und im Schnitt kann man das jetzt eigentlich ganz gut sehen, dass sich das auch in den Höhen differenziert. Und dadurch entsteht natürlich einmal ein relativ differenziertes Fassadenbild, aber es entstehen auch wieder, und das für die Künstlerinnen und Künstler, eben ganz verschiedene Raumqualitäten, die da drin passieren. Also eben zum Beispiel ein Musiker, der eben braucht vielleicht nicht so einen hohen Raum, wogegen ein Bildhauer oder eine Bildhauerin vielleicht einen etwas höheren Raum braucht. Und so greifen diese Ateliers immer ineinander und bilden dann damit eben verschiedene Raumqualitäten. Nächste Folie bitte. In der ganzen Finanzierbarkeit funktioniert das dann so, dass eben wir unten eine öffentliche Werkstatt haben, die eben sich auch dem ganzen Quartier öffnet. Dann eben eine Galerie und eben öffentliche Räume, wo eben regelmäßig Ausstellungen, aber auch natürlich der Verkauf von Kunstwerken und stattfinden. Schließlich die Ateliers, also das sind tatsächlich die DOMAG-Künstlerinnen und Künstler und eben dann zusätzlich sich bewerbende Künstler. Und dann darauf die Studios, das sind jetzt Kreativschaffende. Kreativschaffende, was ist das eigentlich? Das sind Grafiker, Designer, Architekten, Architektinnen, also Menschen wie ich und sie. Und oben schließlich on top ist ein öffentlicher Schauraum und dann schließlich noch eine Rooftop-Bar. Und nächste Folie bitte. Gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern, weil ich finde, wie entwickelt man Architektur? Und gerade vor allem, wenn es eben darum geht, wirklich mit so vielschichtigen Künstlerinnen und Künstlern da an einer Stelle zu arbeiten. Das ist ja eine wahnsinnig schöne Initiative von denen. Und dann muss man die erstmal an einen Tisch gemeinsam bringen oder jetzt halt quasi in den digitalen Raum und entwickelt gemeinsam mit denen eben für die Raumanforderungen, also in einem ganz partizipativen Prozess, eben ganz einfache und kleine Geschichten. Das sind dann Geschichten, ich zeige jetzt tatsächlich nur einen kleinen Ausschnitt davon, Geschichten wie eben die Sitzstufen, wo man sich vorstellen kann, dass da, wenn dann irgendwann auch Covid vorbei ist, dass dann da kleine Konzerte stattfinden können und jetzt diese Sitzstufen wie auf der Glyptothek eben dann dafür genutzt werden, dass sich dort Menschen hinsetzen, gemeinsam diskutieren, unterhalten und dort eben auch Veranstaltungen einfach stattfinden können. Dann gibt es sowas wie die Garagenloft, die eben von der Stufe selbst eben auch immer Blicke und Durchblicke in die oberen Geschossigkeiten ermöglicht, also immer auch wieder diesen Austausch, diese Kommunikation zum Quartier selbst und zur Nachbarschaft. Dann schließlich überspringen wir den Garagensockel, die Laderampe, die eben, das kann man sich an so einem ganz romantischen Bild eigentlich vorstellen, wie wenn man gemeinsam alles einlädt und arbeitet und dann einfach eine Vespa in der Sonne macht. Und schließlich die Werkstattgalerie, die eben auch in Teilen im Souterrain liegt und dann gleichzeitig das Kellergeschoss mitnimmt, aber trotzdem eben immer wieder diese Einblicke zum Straßenraum schafft. Nächste Folie bitte.
In den oberen Geschossen ist das eigentlich recht leicht erklärbar. Es gibt die Studiogrößen S, also ab 12,5 Quadratmeter, Studiogröße M und L und dann eben die verschiedenen Qualitäten der Ateliers. Also das Split-Level-Atelier, das heißt jetzt in dem Atelier selbst gibt es den Sprung nach unten, also eine eigene Raumqualität, die dann eher zugeschnitten ist, zum Beispiel für Skulpturen. Das heißt, man kann sich auch mal auf die Stufe stellen, könnte dann um die Skulptur herum arbeiten. Demgegenüber steht das Galerieatelier. Das ist dann tatsächlich eher für großflächige Malerei geeignet. Und dann gibt es die höchsten Räume, also die Duplex-Ateliers und natürlich Duplex-Studios. Und da haben wir auch immer schon ein wenig gewitzelt, dass, wenn es dann steht in 5 Jahren, ich der Erste bin, der sich tatsächlich so ein Duplex-Atelier dort anmietet. Nächste Folie bitte. Das Ganze ist, weil wir eben im Eigenausbau sind und in der ganz rohen, puren Struktur, eben relativ günstig. Also wir sprechen von Baukosten von ungefähr 11,3 Millionen Euro. Und warum ist das Ganze so günstig? Es ist so günstig, weil wir einmal Recyclingbeton verwenden und damit gleichzeitig so ein bisschen den Spagat schaffen. Also Recyclingbeton ist einmal nachhaltiger als klassischer Beton und gleichzeitig entwickelt er eine wahnsinnige Poesie. Nämlich wird aus den alten, ehemaligen Nazi-Kasernen nun, die eigentlich für, also gerade in München, für, also als ehemalige Stadt der Bewegung und, da möchte ich gar nicht so weit drauf eingehen, für Unterdrückung und auch Unterdrückung von Kunst, Gleichschaltung und steht und schaffen aus diesen rohen, fast schon sehr negativ behafteten Material eigentlich was ganz Schönes, nämlich das ganze Gegenteil, ein Ort für Kunst, Kultur und für ein gemeinsames Miteinander in dem neuen Quartier. Nächste Folie bitte. Was bedeutet jetzt rohe Struktur oder ehrliche Struktur? Also ich finde, das hat was mit Materialehrlichkeit zu tun. Ich halte das eigentlich inzwischen schon kaum noch aus, wenn Materialien, Plastik sieht aus wie Stein, Stein sieht aus wie Holz und Holz sieht aus wie irgendwelche Kunststoffe jeglicher Art. Materialehrlichkeit hat was damit zu tun, dass Stahl eben wie Stahl aussieht und das auch ist. Beton ist Beton. Und Holz ist eben Holz. Und das Ganze wird dann eben so übersetzt, dass man in diese ganz puren, in diesen veredelten, möchte ich fast sagen, veredelten Rohbau, dann eben mit Künstlerinnen und Künstlern die Räume eben selber nach eigenem Verlangen und nach eigener Nutzbarkeit eben gestalten kann. Auf der rechten und linken Seite kann man sich das mal ansehen, wie das ungefähr vorstellbar ist. Nächste Folie bitte. Und wenn, also jetzt sind es hier nochmal Beispiele, man sieht jetzt zur Rechten, das ist die St. Agnes-Kirche in Berlin, das sind Kollegen und die haben sich da einfach ihr Büro da reingesetzt in so eine ganz pure, rohe Struktur. Und jetzt auf der Linken, wenn dann tatsächlich mal eine Künstlerin oder ein Künstler das Verlangen nach weißen Wänden hat, dann kann man das auch ganz leicht im Nachgang einführen. Dann wird da eben ein Trockenbau eingesetzt und dann werden die Wände geweißelt. Und so, nächste Folie bitte. Komme ich nach meinen kleinen 7 Minuten auch zum Ende und freue mich jetzt eigentlich auf weitere Gespräche. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Esche. Sie haben ja viel reingepackt in dieses Projekt. Ich habe mir ein paar Stichworte Kreativität, Ökologie, neue Identität, Flexibilität, Authentizität der Materialien, die Historie des Ortes weiterentwickeln. Viele, viele Aspekte haben mich aber zu Beginn darauf hingewiesen, dass ja nicht Sie eigentlich derjenige sind, der das Lob verdient, sondern die Künstlerinnen und Künstler, die zukünftigen Nutzer. Deshalb die Frage gleich zu Beginn, wer hat diesen Prozess angestoßen? Wie ist das ganze Projekt sozusagen zum Start gekommen? Also es gibt einen eingetragenen Verein, wo sich alle Künstlerinnen und Künstler, die diese bestehenden Ateliers benutzen und nutzen, eben gemeinsam zusammengetan haben. Und die haben auch zusätzlich eine GmbH zu diesem Zweck eben gegründet, die jetzt auch schon recht lange besteht. Das Domag-Gelände und die Domag-Ateliers gibt es ja nun auch schon seit über 20 Jahren. Und was man immer verwechselt, und das finde ich, ist so ein Punkt, wo man immer sagt, man müsse Künstler in irgendwelche Zwischennutzungen und so weiter stecken. Das kann man alles temporär und kurzfristig machen und ist auch ganz großartig.
Allerdings sind in diesem Land 1,7 Millionen Künstlerinnen und Künstler auch ganz real Steuerzahler und davon abhängig. Das ist ihr Beruf. Und diese Künstlerinnen und Künstler haben, wenn sie sich zusammentun, auch eine gewisse Schlagkraft. Und diese Schlagkraft ist auch eine gewisse finanzielle Schlagkraft. Und das darf man immer nicht so, also das finde ich immer, wird immer so hingesteckt, die Künstlerinnen und Künstler, wenn sie sich denn zusammentun, und das ist, glaube ich, das Schwierige an der Stelle. Und das war auch das Komplexeste, worum es eigentlich am Anfang an diesem Projekt ging. Zum Glück, muss man auch sagen, gab es da schon eine gewisse Entscheidung oder einen gewissen Wunsch, dieses Hochhaus zu machen, bevor ich dort in dieses Projekt eingetreten oder dazugekommen bin. Mhm. Und ohne den guten Vibe, den es da gibt, wäre das wahrscheinlich auch nie so weit gekommen. Also potenziell wäre diese GmbH dann auch letztendlich der Bauherr. Ist das richtig? Ja. Und wie würde dieser Prozess jetzt, was fehlt, um diesen Prozess zu realisieren oder um ihn umzusetzen, die Planung? Also es geht jetzt... Es geht jetzt da an der Stelle um einen Erbbaurechtvertrag, weil es ja städtisches Gelände ist, also ein städtisches Gebiet. Und dann gibt es den üblichen Prozess. Wir bräuchten an der Stelle jetzt tatsächlich eine Änderung im Bebauungsplan für diesen spezifischen Ort. Aber das sehen wir eigentlich relativ positiv. Also es ist, da sind wir jetzt auch in den ersten Gesprächen mit eben Juristen. Da bin ich leider kein Experte. Ich bin kein Baurechtler, ich bin Architekt. Gut, aber das Projekt ist auf einem guten Weg. Deshalb stelle ich jetzt an Frau Hannemann die Frage, kommt dieses Projekt Ihrem Idealhaus, auch wenn es eine andere Mischung ist als die, die Sie vorgegeben haben, nahe? Frau Hannemann? Ja, ich habe die Frage gehört. Ich finde das Projekt wirklich außergewöhnlich. Aber es geht, glaube ich, nicht um Wohnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und insofern finde ich es natürlich eine gute Initiative, KünstlerInnen wieder Atelierraum verfügbar zu machen und gerade auch mit diesem gemeinschaftsorientierten Modell. Aber es ist eigentlich nicht das Thema heute, oder? Es geht ja um Wohnen. Und nicht nur. Also deshalb muss ich Ihre Frage mit Nein beantworten, weil ich habe ja über das ideale Durcheinanderwohnen im Hochhaus gesprochen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich da wohne. Das ist ja eine Festlegung auch durch juristische Dinge, die in den 50er Jahren im Übrigen in Deutschland gemacht worden sind, was unter Wohnen verstanden wird, und das ist halt nicht zulässig, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, auch in so einem Haus das zum Wohnen zu nutzen. Und wie ich die KünstlerInnen kenne, ist das durchaus auch mit vorgesehen. Es geht uns heute nicht nur um die Wohnnutzung bei Hochhäusern, ja, sondern einfach, was können Sie für die Stadt, was können Sie für die Stadtgesellschaft tun? Wie kann man die Akzeptanz schaffen, beziehungsweise die Vorbehalte entkräften oder aber auch ernst nehmen? Und dazu hat sich gerade noch mal Herr Esche kurz gemeldet. Sie können direkt antworten. Ja, Frau Dr. Hannemann, vielen Dank für den Input. Ich glaube, es geht dann, wenn man über Wohnen spricht, tatsächlich eher um die Frage, wie wir denn auch in Zukunft leben wollen. Genau. Es geht nicht mehr letztendlich darum, möchten wir immer noch mit den, sag ich mal, alten Standards aus den 50er oder 60er Jahren ewig leben, oder möchten wir tatsächlich neue Formen von Zusammenleben, neue Formen von Grundrissen und neue Formen von Strukturen leben. Das bedeutet allerdings auch, dann kann man solche Themen wie dieses Hochhaus, was wir jetzt gerade gezeigt haben, eben ganz leicht auch auf das Wohnen übertragen. Wohnen hat für mich tatsächlich erst einmal oder für uns auch im Kollektiv erst einmal etwas mit Raum zu tun und weniger damit, wie denn jetzt die kleinen Zonen ineinander integriert und differenziert sind. Da geht es darum, Raum zu schaffen und den Raum auch optimal zu nutzen. Und dafür können ganz einfache, pure Rohbau oder veredelte Strukturen eben eine ganz, ganz solide Möglichkeit schaffen und auch durchaus, wie Sie das vorher ganz fein am Anfang eingeleitet haben, eben auch einfach einen
positiven und auch günstigen Ort schaffen? Ich meine, ich gebe jetzt einfach mal vielleicht so ungefähre Mietkosten, die wir da anvisieren. Da sprechen wir von 10 Euro der Quadratmeter. Das ist in München wahnsinnig wenig. Und da geht es tatsächlich dann auch darum, eben mit solchen Flächen, mit solchen günstigen und intelligent durchdachten Strukturen eben einfach mehr Raum zu schaffen. Ja, bin ich wirklich ganz bei Ihnen, weil wir diskutieren 2020 noch immer die Kleinwohnungsfrage. Und wir wissen alle, das ist die Frage von 1919, gibt es einen berühmten Aufsatz von Schumacher, die Kleinwohnungsfrage. Und wir lösen uns einfach nicht davon. Und ich sehe Ihr Projekt auch in die Richtung gedacht, weil es eben diese flexiblen Möglichkeiten anbietet. Und deswegen bin ich ja auch davon ausgegangen, dass das Wohnen da durchaus konzeptionell damit eingebunden ist, auch wenn es jetzt erstmal nicht das Thema ist. Und insofern, Frau Burmeister, gebe ich Ihnen völlig recht. Ich sehe das wirklich als ein innovatives Projekt, was eben auch das Thema Wohnen und überhaupt Hochhaus vielleicht auch in dieser Art vorantreiben kann. Ich denke, dass diese Mischnutzung, also die Zusammenarbeit, Wohnen, Arbeit, diese Trennung, das ist ja etwas, was uns gerade in den letzten Monaten auch gezeigt hat, dass das eigentlich nicht mehr wirklich zu halten ist, nicht mehr zeitgemäß ist. Und also jeder ist inzwischen, ob freiwillig oder gezwungen, auf seine eigenen auch konzentrierter, als es vielleicht früher war, wo man morgens aus dem Haus ging und abends wieder heimkam. Und diese Verwischung hat ja auch viele Möglichkeiten, viele Potenziale. Und wenn ich jetzt schaue, die Hochhäuser, die wir heute hier in diesen Vorträgen kennengelernt haben, gibt es zweimal eine Wohnnutzung in Frankfurt, einmal als Mischnutzung, einmal als reine Wohnnutzung. Das Präsidium ist auch, glaube ich, eine Mischnutzung mit Hotel, Wohnen und Büro. Aber es gibt kein ihr Projekt am Domagpark als eine ganz besondere Form der Nutzung durch die Kreativwirtschaft, sage ich mal im weitesten Sinne. Und es gibt eigentlich kein reines Bürohochhaus mehr. Ist das out, Frau Meixner? Sie sind aus Frankfurt, Sie müssen es wissen. Sie sind noch nicht an? Jetzt bin ich an. Ja. Doch, das gibt es auch noch, muss man sagen. Frankfurt eigentlich ist ja in der Stadt, die Tradition sind eigentlich Bürohochhäuser. Das, was im Westen, im Bankenviertel steht, sind alles Bürohochhäuser. Und die Wohnhochhäuser sind eigentlich das Neue, muss man sagen. Also das Axis, das war, sagen wir, es gibt die Wohnhochhäuser aus den 70er Jahren, die stehen ganz anders, die stehen eher in der Peripherie und die haben auch keinen so guten Ruf, wobei sie jetzt im Moment gerade auch wiederentdeckt werden zum Wohnen und auch die Qualitäten werden wieder gesehen. Das ist irgendwie ganz spannend und ich denke auch ein paar Defizite, die sie haben, werden jetzt ausgeglichen. Aber ansonsten ist das Wohnen in der Stadt eigentlich neu, muss man sagen. Und die Bürohochhäuser entstehen weiterhin. Also wir haben jetzt auch ein Bürohochhaus, wo jetzt gerade ein Bauantrag abgegeben wurde, 60 Meter Turm, das gibt es schon weiterhin. Das liegt mehr, das hängt dann immer von der Marktlage ab, muss man sagen. Muss man schauen, was jetzt mit Corona passiert und wie viel dann tatsächlich gebraucht wird. Aber man muss ja sagen, was hier noch gar nicht genannt wurde heute Abend, ist die Tatsache, dass es einfach der Vorteil ist, dass man wenig Boden verbraucht und viel Fläche schaffen kann. Und das ist ja per se erstmal für eine Stadt, wo es eine Dichte gibt, für eine Stadt, wo es einen hohen Druck auf den Grundstück gibt, auch eine Qualität. Und auch bezüglich der Nachhaltigkeit eine Qualität, ja, dass wir nicht viel versiegeln, aber viel Fläche schaffen können. Und wenn man damit klug umgeht, kann man auch viele positive Aspekte da berücksichtigen bei der Realisierung. Davon gehe ich aus. Ja. Das ist der Aspekt, den wir auch in der Freiraumnutzung, in der Umgebung, in dem Mehrwert der Hochhäuser sozusagen definiert haben, wo wir gesagt haben, es gibt eben auch eine Aufwertung des Freiraums, also um das Gebäude rum, wenn es im Idealfall dann auch so ist, dass das Erdgeschoss öffentlich ist. Wir haben in unserem letzten Vortrag über Berlin ein Beispiel gesehen, was Sauerbruch hatten, gerade am Alexanderplatz in Berlin realisiert, wo es auch eben im Erdgeschoss eine öffentliche Nutzung gibt, im Dachgeschoss eine öffentliche Nutzung sind. Und ich glaube, das ist die Krux bei den Bürohochhäusern, dass das alleine aus Sicherheitstechnik ja kaum möglich ist, da solche Mischformen anzulegen und daher dann auch der Mehrwert oft für die Allgemeinheit zumindest nicht spürbar ist. Ich will die Frage aber an der Stelle jetzt gar nicht vertiefen, sondern mit Blick auf die Uhr auch nochmal zurückgeben an Claudia Neser, die, wie ich sehe, eifrig notiert und schreibt. Claudia, bist du soweit, dass du nochmal ein paar Fragen aus dem Chat mit in die Runde reinbringen kannst?
Ja, ich bin soweit. Vielen Dank, Nico. Ich möchte da nochmal aufgreifen, was gerade besprochen worden ist, nämlich Flächenumlagerung. Das ist immer wieder im Chat aufgetaucht, auch dass also die sowohl als also positiv gesehen, dass man natürlich durch ein Wohnhof oder durch ein Hochhaus weniger Flächen versiegelt. Kann man das so sagen, Frau Meixner, oder ist sozusagen auch das Drumherum um ein Hochhaus, was man ja auch vorsehen muss, wiegt sozusagen diesen Vorteil wieder auf? Das kann man so sagen, das ist auf jeden Fall so. Also eine Flächenausnutzung von so einem Hochhaus ist extrem. Wenn Sie das in 4, 5 Geschossern abbilden wollen, haben Sie ein ganzes Quartier vollgebaut und die Einheiten setzen Sie in ein hohes Haus. Das ist schon so. Und wie man mit dem Freiraum umgeht, da haben wir ja die Wahl. Auch vielleicht mit den Erkenntnissen, die wir heutzutage zur Nachhaltigkeit haben. Die ganze Versiegelungsfrage, die Versickerungsflächen in der Stadt, damit wird auch inzwischen, also unser Alltag ist inzwischen, dass wir mit jedem Projekt dieser Art zum Umweltamt gehen und wir wägen ab, wie versiegelt wird, wie viel, und es wird viel mehr auf Grünflächen gesetzt. Und die Möglichkeit hat man, weil die eigentliche versiegelte Fläche ist tatsächlich viel geringer. Und wie ist es denn mit der Infrastruktur? Also das ist eine Befürchtung auch bei den Hochhäusern, dass man sagt, mehr Menschen auf einer Fläche heißt aber auch mehr Menschen, die mit dem Auto wegfahren und mit dem Auto kommen. Wie ist dieser Aspekt oder wie betrachten Sie den Aspekt in Frankfurt oder oder Düsseldorf oder in anderen Städten, wo Sie schon Erfahrungen mit Hochhäusern hatten? Also ich würde sagen, für die Städte stellt sich sowieso massiv heutzutage die Mobilitätsfrage. Und das ist eine der großen Fragen, die wir angehen müssen bei der Entwicklung unserer Städte. Es ist so, dass immer mehr, wir müssen schauen, dass das Auto mehr aus der Stadt rausgenommen wird, dass die Menschen grundsätzlich nicht so viel Auto brauchen. Also zum Beispiel das Quartier am Henninger Turm, da sind die Felder komplett mit einer Tiefgarage unterkellert. Das geht aber auch davon aus, dass jeder Einheit 1,5 Autos hat. Und ich glaube, das sollte in Zukunft einfach nicht mehr so sein. Und ich glaube auch, dass die Städte da auf dem richtigen Weg sind, auf neue Mobilität zu setzen. Das ist aber, was ich denke, dass hat das Hochhaus genauso wie andere Wohnquartiere. Das ist nicht anders gelagert, aber man hat einfach weniger Versiegelung. Ja. Jetzt würde ich gerne noch ganz kurz bei Ihnen bleiben, Frau Meixner, um nochmal auf die Klimafrage zu sprechen zu kommen. Es wurde geäußert, dass man, also Sorge geäußert bezüglich der Erwärmung von Hochhäusern. Da haben Sie ja sicherlich schon viele Studien gemacht, also auch der Wärmespiegelung der Hochhausflächen. Haben Sie da Erfahrungswerte, die Sie weitergeben können oder dass Sie sagen, das ist zu vernachlässigen? Also die Wärmespiegelung oder sowas, das ist zu vernachlässigen. Sowas haben wir auch bis jetzt noch nicht untersucht, weil die Frage ist einfach, wie viel versiegelte Flächen wir in der Stadt sowieso haben. Und es ist eine Frage, was ist verschattet und wie sind die Windkanäle? Also wir müssen zum Beispiel, es wird für Frankfurt immer eine Untersuchung gemacht, dass man mit dem Hochhaus nicht an einer ungünstigen Stelle steht und zum Beispiel die Durchlüftung behindert, was für alle höheren Häuser ein Thema ist an einer bestimmten Stelle. Aber ich denke, dass das letztendlich die Problematik in der Stadt, wo alles versiegelt ist, viel höher ist. Also wenn wir die öffentlichen Flächen alle versiegelt haben und die Fassadenflächen, dann haben wir das Problem der Aufwalzung in der Stadt. Ja. Also ich sage mal so, wenn alle versiegelten Flächen, die wir beim niedrigen Bauen in ein Hochhaus packen, dann begrünt werden, ich glaube, dann ist es die Bilanz vielleicht beim Hochhaus sogar besser. Wobei ich jetzt nicht absoluter Spezialist bin, sondern kenne es nur aus meinem Alltag, ja, so wie wir das untersuchen. Das wurde auch im Chat eben auch besprochen, dass man vielleicht mehr Grünflächen kriegt, wenn man sozusagen mehr stapeln würde und damit weniger Flächen versiegelt. Vielleicht noch eine Frage an den Herrn Esche. Herr Esche, hier war die Frage der Belichtung. Also jetzt gerade, wenn Sie Ateliers vorsehen, ist natürlich, normalerweise baut man Ateliers mit Belichtung nach Norden. Wenn man das jetzt in einem Hochhaus anordnet, hat man natürlich sozusagen von allen Seiten Belichtung, das wäre jetzt kein Negativaspekt aus Ihrer Sicht? Aus meiner Sicht tatsächlich nicht. Also ich kam ja da auch her, ich kam ja das Jahr vorher habe ich in der Villa Massimo in Rom verbracht. Da hatten wir auch wundervolle Ateliers mit herrlichem Nordlicht.
Und ich ging natürlich mit der Einstellung da rein, dass die Künstlerinnen und Künstler genau diese Nordlichtateliers brauchen. Das ist gar nicht mehr so heutzutage. Da war ich ganz überrascht. Yongbo Shao, zum Beispiel einer der renommiertesten Münchner Künstler, sprach mich sofort an und sagte, wir brauchen alles, ist mit uns ganz egal. Und dann vergisst man auch immer die Vielschichtigkeit, auch die in der Kunst selbst und auch in der Kultur da besteht. Also da gibt es die Malerei. Natürlich gibt es da in gewisser Form vielleicht auch eher die Anforderung an Nordlicht, aber dann gibt es auch Skulpturen, Musik, Plastik, Grafik und vieles auch, was am Computer tatsächlich heute entsteht. Unter anderem auch digitale Kunst, digitale Kultur und und. Und genau dafür kann natürlich auch der Turm in allen seinen vier Seiten auch für jede Art und für jede Form von künstlerischer Tätigkeit auch die idealen Bedingungen schaffen. Sie haben jetzt, ich weiß nicht, ob Sie es vorhin gesagt haben oder ob ich es nur einfach nicht gehört habe, die Nachbarn im Domagpark, die direkten Nachbarn, wie stehen die denn zu so einer Idee, dass, also die Künstler ist jetzt eine Sache, aber so die Wohnnachbarn, sage ich jetzt mal, Ja. wie ist denn da die Rückmeldung bisher? Also bisher sehr positiv, da wir auch die Nachbarn zumindest in unserem Möglichen auch in die Planung mit integrieren. Das ist natürlich jetzt während Corona, das muss man auch sagen, etwas schwieriger. Wir wollten eigentlich eine größere Veranstaltung an der Stelle, als das damals losging, anvisieren, wo man eben intensiver darüber diskutiert hatte. Aber so verlagert sich das alles in den digitalen Raum. Das heißt, wir führen sehr viele Einzelgespräche und zeigen dann natürlich auch auf, gerade mit einer Schattenstudie, dass gerade die unmittelbare Nachbarschaft, das ist die Stadt München, die Stadt München, die Stadt München und einmal Wagnisart, gar nicht so von diesem Schattenwurf dort betroffen ist, sondern in erster Linie an der Stelle die Autobahn, die A9. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Fragen noch übrig sind. Mit Blick auf die Zeit würde ich aber gerne noch zwei Sachen ansprechen, die einfach als Statement gekommen sind, beziehungsweise die einfach auch immer wiederkehren. Als vorhin gab es die Frage, was sind denn die positiven Hochhäuser von München? Da wurde das Hypo-Hochhaus genannt, da wurde das Arabella-Hochhaus genannt, da wurde der Olympia, die Olympia-Hochhäuser genannt, also im olympischen Dorf, Arabella-Hochhaus und die Hochhäuser im olympischen Dorf, vor allem deshalb, weil es dort diese große Nutzungsmischung gibt, also gerade im Arabella-Haus, beziehungsweise auch hier bezahlbare, also auch als Beispiel für bezahlbaren Wohnraum. Das ist vielleicht ganz wichtig. Und da kommt man ja auch, wie wir schon gesagt haben, oder vorhin wurden die Züricher Genossenschaftsquartiere zitiert hier, wo es Sharing-Angebote, wo es verschiedene Wohnungstypen gibt. Ich glaube, so diese Durchmischung ist ganz wichtig, dass es nicht nur eine Monostruktur ist, sondern eine vielfältige Struktur. Da würde ich an Herrn Esche, der hat sich gemeldet. Ich weiß nicht, ob du ihn siehst, Claudia. Also das gebe ich gerade. Hast gesehen, okay. Ja, vielleicht noch einmal dazu. Mich hat das ja am Anfang wahnsinnig fasziniert, was Sie gesagt haben, Herr Lorz, dass wir über 200 Hochhäuser in München haben, die allerdings gar nicht im Stadtbild unmittelbar auffallen. Und ich glaube, gerade diese Hochhäuser, die vielleicht im Stadtbild jetzt nicht unmittelbar Leuchtturmprojekte oder nicht nur Leuchtturmprojekte sind, sondern in erster Linie vielleicht gar nicht auffallen, da könnten wir vielleicht auch mal nach Giesing gehen oder. Das sind doch die Projekte, die eigentlich eine ideale Stadt ausmachen. Weil wenn sie tatsächlich schon so zur Stadt und so zu dieser Stadtkultur und zu diesem ganzen Miteinander in der Stadt und zu den Quartieren gehören, dann kann doch eigentlich da gar nichts falsch gemacht worden sein. Vielleicht mag Herr Lorz da zum Abschluss noch mal in seinem Ausblick kurz drauf eingehen. Ich würde jetzt Claudia noch mal zurückgeben. Die Fragen sind ja zum Teil sehr spezifisch und sehr genau, als wenn die Münchner also wirklich jetzt schon gucken, wie kriegen wir das am besten hin? Und gibt es sonst noch etwas allgemeinere Fragen, so diese Frage der Identität der Stadt? Also ist es verträglich, ist es nicht verträglich, diese Frage der Nutzungsmischung, die ja eigentlich eine ist, die ich heute in der Diskussion sehr interessant finde und auch der Trend, wo geht es eigentlich hin in Bezug auf Nutzung, die eben dann auch wirklich öffentliche Nutzung, kulturelle Nutzung, Wohnnutzung und auch Hotel-Büronutzung, alles sozusagen unter ein Dach letztendlich bringen. Gibt es in der Richtung noch Fragen oder Anregungen?
Anregungen in dem Sinne nicht. Es gibt ein wirklich ein sehr ausgewogenes Verhältnis zwischen denen, die sagen, wir brauchen das unbedingt, weil es die Identität stiftend ist. Es tut München gut. Es haben auch andere kleinere, ich sage jetzt mal kleinere Städte in München wie in Deutschland wie Bonn und Hamburg wie Düsseldorf, die trauen sich auch und München soll sich trauen. Das sind die einen Stimmen und die anderen sagen, wir haben ja die Berge, die sind identitätsstiftend, die wollen wir nicht verstellen und sind da eher zurückhaltend. Aber wenn ich jetzt so auf den ersten Blick, es sind unheimlich viele Kommentare gekommen, also ähnlich wie letztes Mal, hier ist wirklich eine Welle, ist wieder losgetreten worden sozusagen, aber man merkt schon auch, dass hier auch so ein bisschen die Spannung ist, also so nicht die, also im positiven Sinne, dass man sich vielleicht trauen sollte an der einen oder anderen Stelle, aber dass man vielleicht von solchen Clustern und von irgendwelchen Hochbaugebieten absehen soll, aber individuell betrachtet sich vielleicht trauen dürfte. Also die Kontroverse spiegelt sich schon von Hochhausbefürwortern und Hochhausgästen. Aber es ist schon so, dass das Interesse an dem Thema, glaube ich, sehr groß ist und dass auch diese Aspekte, die wir jetzt heute angesprochen haben, eben die Identität der Stadt, die Nutzungsmischung, die Qualität des Gebäudes, die Qualität des Freiraums, die Nahversorgung, das Klima, all das sind Aspekte, die natürlich viel, viel länger noch diskutieren könnten. Aber mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt unseren drei externen Referentinnen und Referenten noch die Möglichkeit geben, einen Satz zu sagen, wenn es um die Hochhausbauten in München geht, was würden Sie der Stadt mit auf den Weg geben? Frau Hannemann, Sie waren die Erste, die einen Beitrag gebracht hat. Sie würde ich jetzt auch als Erste, Sie hatten die längste Verschnaufpause, fragen, was geben Sie der Stadt München mit auf den Weg? Sie sind noch nicht angeschaltet. Sie müssen. Ja, wie immer. Also, auf jeden Fall sehr spannende Diskussion. Ich würde der Stadt München sehr gerne empfehlen, dass sie sich genauer angucken sollten, welche Hochhäuser warum eine Akzeptanz haben und warum nicht, genau wie wir das jetzt auch herausgearbeitet haben. Und dann dazu noch ganz grundsätzlich Wohnen von der Mobilität her zu denken, finde ich auch den richtigen Ansatz generell, wenn es um das Wohnen geht und natürlich auch um die Hochhäuser. Und ich war schon erschrocken, als ich da die Parksmöglichkeiten gesehen habe. Also das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Die Infrastruktur muss natürlich auch bei den Planungen mitgedacht werden. Und ich kann keine Hochhäuser planen mit 140 Wohnungen, 180 Wohnungen und dann davon ausgehen. Das sind die Stellplatzverordnungen, ich weiß, aber die müssen unbedingt abgeschafft werden. Mhm. Und also dann, Mobilität, als mich noch war, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht abbrechen. Ja, ich habe natürlich 10 Punkte, aber kann ich nicht, also zumindest die Stadt München scheint Hochhausqualitäten zu haben, die herausgearbeitet werden können, Wohnen von der Mobilität her denken. Dann die Südlage würde ich gerne diskutieren. Ich meine, dass in Zukunft die Wohnungen in der Südlage nicht mehr nachgefragt sind, aufgrund der Klimasituation. Es gibt jetzt gerade bei den heißen Sommern viele Berichte, noch keine Studien richtig, die zeigen, dass in den Wohnungen mit der Südlage über 42 Grad auch nachts sind. Da müssen sich die Menschen wieder alle Klimaanlagen anschaffen, Energieverbrauch und so weiter. Also ich denke, das Thema Norden hat eine ganz neue Diskussion und müsste eben auch bei den Hochhäusern mit berücksichtigt werden. Und das Atelierhaus ist dann natürlich ein guter Ansatz. Und was mir fehlte, was ich aber auch gerne noch, ich sollte das ja nennen, man muss das Hochhausthema auch aus der Sicht der Erdgeschosszone diskutieren. Es ist wirklich für mich die Frage, welche Qualitäten hat das Erdgeschoss? Und da haben wir ja gute Aspekte gesehen, gerade eben auch mit diesen Nutzungen, Treppenstufen und so weiter. Also kommerzfreie Situationen, das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Und dann finde ich ja, kann man ja solche Veranstaltungen auch super dazu nutzen, um solche Umfragen ja eben mal zu starten. Es gibt ja überall diese Umfragetools und vielleicht haben ja die NutzerInnen jetzt oder die uns dazuschauen nochmal, dass sie uns ihr Lieblingswohnhaus zumindest hier mit eingeben oder ihr Lieblingshaus. Das können wir dann, glaube ich, auch schon mal als kleine empirische Erkenntnis mitnehmen. Sehr gut, das nehmen wir jetzt gleich als Aufruf an alle, die noch im Chat sind. Nennen Sie uns Ihr Lieblingshochhaus
Und vielleicht auch das, wo Sie sagen, da ist es nicht gelungen. Also ich glaube, das wäre eine interessante Erhebung. Und ich würde damit jetzt an Frau Meixner übergeben. Auch Sie, die kurze Frage, oder die Frage ist kurz, die Antwort sollte es auch sein. Was geben Sie der Stadt München mit auf den Weg? Also es ist ja schon sehr viel genannt worden an Dingen, die man beachten muss. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass von städtischer Seite man sich genau darüber Gedanken macht, was wird geregelt und welche Auflagen bekommt ein Hochhaus, damit es tatsächlich, weil es so viel Aufmerksamkeit hat, auch der Öffentlichkeit wieder was zurückgeben kann. Und das betrifft genau, wie geht man mit den Erdgeschosszonen um, mit den oberen Zonen. Und ich glaube, sowas muss man ganz klar regeln, sonst passiert es auch nicht. Und das andere, was ich noch sagen wollte, ist, geht vielleicht auch von meinem Vortrag aus, wir plädieren eigentlich dafür, immer darauf zu achten, dass man tatsächlich kontextuelle Hochhäuser entwickelt. Das heißt, wie sieht ein Hochhaus für München aus? Wie kann es aussehen? Und auch so eine Beliebigkeit, darauf zu zielen, dass es nicht eine Beliebigkeit bekommt. Und ich glaube, da ist es sehr spannend, wenn die Städte auch so etwas entwickeln, was ihnen eigen ist und worauf sie auch sehr lange stolz sein können. Dass es nicht nur jetzt gerade im Moment sehr angesagt ist, Hochhäuser zu bauen, sondern dass es bleibende wichtige Elemente der Stadt sind. Und ich glaube, Herr Escher hat ja ein sehr schönes Haus gezeigt, wo man auch einfach sehen kann, innovative Wege zu gehen, auch bei Nutzung, ist natürlich super spannend. Und das geht auch bei Hochhäusern. Und ich wünsche der Stadt München und den Münchnern Mut dafür. Besten Dank, Herr Escher. Sie noch ein letztes Wort zum... Sie sind Münchner, von daher wünschen Sie sich wahrscheinlich, dass Ihr Projekt jetzt auf jeden Fall auch in die Realisierung kommt, aber darüber hinaus vielleicht allgemein? Also ich bin ja tatsächlich zugezogener Münchner, ich bin eigentlich Hamburger. Aber was ich mir wünsche, das haben Sie auch schon gesagt, Frau Meixner, ich wünsche mir vor allem Mut. Und das hat gar nicht etwas nur unmittelbar mit diesem Projekt zu tun, sondern ich wünsche mir Mut für eine dichtere, für eine bessere und eine neue Stadtgesellschaft und Stadt. Ich wünsche mir, dass Hochhäuser als neue Punkte auch oder als neue Typologie in München eben auch vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass es in München in irgendeiner Form, wie auch von Ihnen, Frau Hahnemann, zu einem neuen Miteinander in der Stadt kommen kann. Dass Hochhäuser genau diese Potenziale ausfüllen. Also, dass Hochhäuser Vermittler sein können zwischen präsenter Stadtkultur, präsenten und viel zu teuren Wohnsituationen und eben auch Sozialwohnungen, sozialen Strukturen, Kreativwirtschaft und. Und genau das hoffe ich, kann in diesen neuen, nachverdichteten Hochpunkten und dichten neuen Stadtstrukturen passieren. Dafür wünsche ich mir Mut. Herzlichen Dank, Herr Esche. Also ich fasse mal die drei wichtigsten Punkte, die die Stadt München an Herrn Lorz gerichtet, der ja die Stadt hier heute in der Runde vertritt, beherzigen soll. Die Potenziale erkennen, mit Qualität ausfüllen, innovative Konzepte erkennen und entwickeln und grundsätzlich, und das haben uns alle drei Referentinnen und Referenten mit auf den Weg gegeben, mehr Mut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was in dem Chat durchgeschieden hat. Und ich würde Herrn Lorz jetzt, bevor ich an Sie übergebe, würde ich mich an dieser Stelle schon mal verabschieden, würde sagen, herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, für die Diskussion. Natürlich Ihnen als Referentin und Herrn Esche, Ihnen als Referenten. Allen, die im Chat mitgemacht haben, Claudia Neser, die den Chat hier super zusammengefasst hat, herzlichen Dank an Sie. Und Shahat als technische Hilfe, die dafür gesorgt haben, dass das hier alles gut über die Bühne ging. Herzlichen Dank und verweise an dieser Stelle nochmal auf die dritte Veranstaltung, die ja noch folgen wird. Am 19. Januar 2021 wird es also nochmal eine dritte Veranstaltung in dieser Reihe hoch hinaus geben, wo wir dann diese Diskussion, die wir heute geführt haben, vertiefen wollen unter dem Titel Hoch hinaus, was bringt es uns? Das ist sicherlich eine Frage, die nochmal viele Kontroversen auch aufwerfen wird. Von mir aus an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön und ich wünsche Ihnen schöne und entspannte Feiertage und machen Sie das Beste daraus. Herr Lorz, jetzt
haben Sie noch mal abschließend das Wort. Ein kurzer Ausblick, eine kurze Zusammenfassung aus Ihrer Sicht. Was nehmen Sie mit aus dieser Diskussion? Na, ich glaube, dass die Diskussion ganz schön differenziert ausfällt. Das kann man im Chatverlauf, den ich hier so mal nebenbei so ein bisschen mitbeobachtet habe, finde ich ziemlich gut sehen. Da gibt es viele einzelne Fragen, sehr konkrete Fragen, die können wir in so einem Format leider nicht beantworten. Wir bemühen uns da sehr, das im Nachgang aufzunehmen. Ich denke auch, dass wir den Chatverlauf sowieso dafür nutzen, um ihn dann auch für unsere weitere Diskussion zu benutzen. Also das ist im Prinzip eine Art Beteiligungsbeitrag für unsere weitere Studie. Ich glaube aber auch, dass der Entwurf der Hochhausstudie tatsächlich die Grundlage dafür gelegt hat, für das, was Sie jetzt zuletzt genannt haben, Frau Baumeister. Und ich glaube auch, dass wir bei den Beiträgen gesehen haben, da müssen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nachschärfen. Das ist aber auch völlig normal. So ein Entwurf kann nicht alles leisten. Also ich sag mal, gerade so die sozialwissenschaftlichen Ansätze, die sind in dieser Studie in der Form einfach nicht abgeleistet worden. Und das ist auch wahrscheinlich gar nicht so ohne weiteres möglich. Aber wer weiß, vielleicht kommt man da ja an der einen oder anderen Stelle nochmal ins Gespräch, Frau Professor Hahnemann. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, weil tatsächlich sind das Themen, die wir auch weiter betrachten müssen. Ich denke aber auch, und das finde ich auch gut, Herr Esche, dass Sie das nochmal betont haben, ich glaube, vielen Menschen ist einfach nicht bewusst, inwieweit, und es sind im Übrigen exakt 244 Hochhäuser über 40 Meter in München, inwieweit Hochhäuser schon Einzug gehalten haben in das Stadtbild. Das nehmen wir einfach so nicht wahr. Und es ist das, was ich am Anfang auch gesagt habe, eine Stadt verändert sich permanent und wir bekommen das eigentlich gar nicht so richtig mit. Wir bekommen das vielleicht an den Einzelprojekten mit, aber wenn man sich mal überlegt, auch so eine große Stadt wie München, wie rasant die sich in den letzten 10, 20 Jahren verändert hat alleine durch die vielen Bauten, die dazugekommen sind, das ist einfach so. Und ich bin selber gebürtiger Frankfurter, kann das nur immer wieder bestätigen, wenn ich nach Frankfurt komme. Und das leider ist das immer seltener. Aber dann sieht man natürlich, wie sehr so eine Stadt sich ändert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, und das hatte ich im Vorgespräch auch schon gesagt, Frau Meixner, dass ich den Henninger Turm da ein ganz gelungenes Beispiel dafür finde, wie ein Hochhaus, das ein hohes Identitätspotenzial in der Stadt immer hatte, auch weiterhin in die Zukunft gerettet worden ist. Und ich glaube, wir müssen diese Diskussion tatsächlich mit viel Mut führen, aber wir müssen auch vorsichtig sein. Wir haben tatsächlich auch Dinge, die wir hier in der Stadt bewahren müssen. Und das muss man eben von Projekt zu Projekt diskutieren, um vielleicht nochmal so ein paar Aspekte aus dieser Diskussion aufzunehmen. Nein, Hochhäuser können die Wohnungsnot in München nicht alleine lindern. Das ist einfach nicht möglich. Ich glaube, das ist auch durchgeschieden. Wir haben eine gewisse Verantwortung gegenüber dem heutig bestehenden Stadtbild. Und das werden wir auch in Zukunft bewahren, diese Verantwortung. Also es geht eben auch genau darum, dieses Stadtbild zu bewahren. Das ist ein besonderes. Das ist auch meiner Meinung nach deutschlandweit ein besonderes. Und letztendlich muss man sich natürlich auch nochmal mit der Frage auseinandersetzen, inwieweit Hochhäuser einen Beitrag zu dem Thema Klimawandel beitragen können tatsächlich. Aber das muss man weit gefasster führen und nicht nur an den Einzelprojekten, finde ich. Ich glaube, wir sind da sehr gut in der Diskussion aufgestellt. Ich kann mich an der Stelle auch nur für die vielen Chat-Beiträge bedanken. Die sind also wirklich sehr breit sehr differenziert aufgestellt gewesen. Und ich hoffe, dass wir hier weiter im Gespräch bleiben. Ich mag mich aber auch natürlich sehr gerne bei den Referentinnen und dem Referenten bedanken. Ich bedanke mich bei der Moderation, aber auch bei dem technischen Support. Es hat hier alles wunderbar geklappt. Es sind, auch wenn wir das manchmal in diesen Formaten vergessen, immer noch schwierige Zeiten. Und für uns ist das zwar jetzt hier nicht mehr Neuland, aber es ist auch nicht so, als wenn das hier das Standardgeschäft schon wäre. Also an dieser Stelle, glaube ich, können wir mit gutem Gewissen sagen, dass wir einen guten Schritt vorangekommen sind in der Diskussion. Und ich hoffe, dass wir bei der nächsten Diskussion im Januar dann einen weiteren Step machen, um die Diskussion aufzufächern. Wir führen parallel zu dieser öffentlichen Diskussion auch die Diskussion in den Bezirksausschüssen. Wir werden die Fachdiskussion noch weiter vertiefen, eben auch abhängig von den Pandemiebedingungen natürlich, aber wir werden weitere Formate anbieten und wir werden wahrscheinlich im Sommer, aber vielleicht dann auch erst im Herbst, je nachdem, wie die Diskussion verläuft, eine Stadtratsvorlage erstellen, die dann auch die Inhalte dieser Diskussion beleuchten werden und dem Stadtrat die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen, die hoffentlich für die Landeshauptstadt auch in die Zukunft gerichtet die beste Lösung erzeugen wird. An dieser Stelle also nochmal vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund, ein schönes Weihnachtsfest und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr genauso wiedersehen. Vielen Dank. Ja.
Ich wünsche allen frohes Wohnen. Ja. Mit oder ohne Weihnachtsbaum. Ja, ist egal, wie sie es haben, genau.